schon ganz gespannt auf diesen Abend heute mit euch zusammen. Ja, ich darf euch auch begrüßen. Die heutige Weinprobe, die wird unter dem Motto Burgunderwunder stattfinden. Ich denke, ein sehr, sehr spannendes Thema, das lang überfällig war, nach einem schönen Riesling-Tasting. Man muss jetzt auch mal an die Burgunder dran glauben. Burgunderwunder, aber ich meine, warum Burgunderwunder? Ich meine, klar, man kennt so irgendwie, jeder hat mal einen getrunken höchstwahrscheinlich oder wird heute dazu kommen. Genau, wir haben heute nur Burgunderweine in der Probe. Was das genau bedeutet, erklären wir euch später auf jeden Fall nochmal, wenn wir beim Trinken dabei sind. Ja. Ich würde sagen, wir stellen das erst nochmal ganz kurz vor für alle, die uns noch nicht kennen. Ja. Ich bin der Jungsgröhl, der Sohn des Hauses. Ich habe meine Ausbildung als Winzer absolviert, bin momentan in Geisenheim und studiere da Weinbau und Ethologie. Ja, ich bin die Franziska Gröhl, die Schwester von Johannes und sozusagen die Tochter hier des Hauses. Ich habe auch in Geisenheim studiert, habe dort meinen Abschluss vor eineinhalb Jahren. habe dann meinen Bachelorabschluss gemacht, genau. Habe internationale Weinwirtschaft dort studiert und ja, bin jetzt auch in der Weinbranche tätig. Ja. Und dann müssen wir noch einen willkommen heißen, der hinter der Kamera sitzt und der jede Frage, oder nicht jede, aber die guten Fragen vorliest, die in den Chat kommen. Bedeutet, wenn ihr Fragen habt, wenn wir irgendwas sprechen, wenn es unklar oder ihr würdet gerne was erklärt haben oder sonst irgendwas, schreibt es einfach in den Chat rein. Und dann wird der Jürgen, der Freund, der Verlobte von meiner Schwester, die Fragen vorlesen und wir werden die beantworten. Genau. Und deswegen einfach immer, wenn ihr was habt, auch wenn es eine Kleinigkeit ist und ihr denkt, so, es können keinen interessieren, fragt es rein. Wir sind da. Wir freuen uns auf alle Anregungen und alle Fragen, die von euch kommen. Nochmal ganz kurz hier zum Ablauf. Also wir sind aktuell live über Instagram und über Facebook. Die Probe, die geht ca. 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wie viele Fragen von euch auch kommen. Und die Online-Weinprobe wird dann auch abgespeichert. Wir laden die dann in den nächsten Tagen auf unserer Webseite hoch. Und wenn ihr nochmal nachschauen wollt, nachprobieren wollt oder sonst was, könnt ihr da einfach dann nochmal die Probe anschauen. Habt auch keine Angst, alle Weine heute aufzumachen. Es sind 6 Weine und ja, wenn man nicht alles schafft, kann man in den nächsten 4 oder 5 Tagen auf jeden Fall fertig probieren, beziehungsweise die Weine alle trinken, die werden nicht schlecht. Im Gegenteil, manchmal werden sie sogar besser. Ja, also ist auf jeden Fall manchmal ganz spannend, wie die Weine sich so entwickeln. Und die Probenfolge, die hat auch bei euch, sollte auch bei euch im Weinpaket beigelegen haben. Also diese Reihenfolge, wie die Weine dort stehen, probieren wir sie auch heute. Und ja, genau, Fragen sind wie gesagt erwünscht. Und wir haben auch noch so eine kleine Besonderheit, unser Gewinnspiel. Das erklären wir euch natürlich auch nochmal ganz kurz. Also ihr sollt, um da teilzunehmen an dem Gewinnspiel, müsst ihr einfach nur eine Story, einen Beitrag in Facebook oder in Instagram posten, wie ihr mit einem Haushalt, der dabei sein darf, da sitzt oder was ihr zu essen gemacht habt. Also ich habe schon sehr viele Bilder gesehen, was Leute zu gekocht haben für heute Abend oder von den Weinen, von uns, von den Proben und dann ladet ihr das hoch, verlinkt uns auf jeden Fall. Das war in Köln, in Facebook oder in Instagram und dann nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil und man kann 3 Weine nach seiner Wahl von dieser Probe gewinnen. Genau, eure 3 Lieblingsweine von heute könnt ihr gewinnen, wenn ihr bis morgen ca. 12 Uhr ein Foto postet oder in die Story ladet und dann wählen wir oder losen wir morgen den Gewinner aus und dann bekommt ihr natürlich eure Lieblingsweine zugeschickt. Genau, und jetzt ist schon trocken. Ich hab Durst. Die Leere sind leer. Fangen Sie, machen wir da erst. Ja. So, genau, für alle, es fängt mit dem Grauburgunder Trocken an, mit dem Gutswein, 2019er Jahrgang. Ich versuche jetzt nochmal ohne Mikrofon, weil die Leute sagen wieder, dass es viel zu leise wäre. So, dass alle den Wein haben, den richtigen. Das ist der Grauburgunder aus Dahlheim. Der Gutswein. Aus Dahlheim muss Wein sein. Genau. Ist schon der erste. Verzeiht mir das.
der Zeit noch mal trennen. Wir haben jetzt noch mal, weil es hier ein paar Mal gewesen hat, es wäre zu leise, das Mikrofon, was wir eigentlich dafür haben, dass es lauter wird, ausgesteckt. Wenn es, ja, schreibt einfach, wie es euch ergeht. Wenn nicht, können wir es auch gerne wieder einstecken. Also wir haben hier eigentlich ein sehr gutes Mikrofon, was aber anscheinend ja, nicht ganz so, dass er gibt, was es soll. Genau. Wir haben den Graubünder, für alle, die es noch nicht gefunden haben, das ist der mit dem weißen Etikett in großer Schrift. Das ist unser Gutswein. Unsere Gutsweine sind eigentlich immer mit dem weißen Etikett und der großen Schrift gekennzeichnet. Wenn wir später zu den Ortsweinen kommen, dann haben wir ein graues Etikett mit einer Silberschrift. Und einfach um das Ganze so ein bisschen zu unterscheiden, dass wir immer weiß, in welcher Qualitätsstufe man jetzt gerade kauft, trinkt, probiert, haben wir das einfach immer versucht, da so ein bisschen zu unterscheiden. Ansonsten Graubünder, ich glaube, da riechen wir auch einfach mal rein. Ja, sehr gerne. Ja, merkt man schon was ganz Frisches, was ganz Saftiges in der Nase einfach schon. Das animiert halt direkt so, das macht Spaß. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Einstieg, jetzt einfach geruchlich schon in den Abend. Und das ist auch das, was eigentlich Gutswein sein soll. Also das soll wirklich easy going, aber auch sehr viel Trinkspaß haben. Das soll eine gewisse Frucht haben, eine gewisse Frische, eine Saftigkeit im Mund. Und das schmeckt man aber auch erst einmal. Ja, das stimmt. Also du hast schon schön beschrieben, wie es sein soll. Sehen wir mal, ob es auch so ist. Ja, auf jeden Fall habe ich da diese Frische, diese Saftigkeit direkt wieder auf der Zunge. Ich finde, der hat eine richtig schöne Würzigkeit. Das finde ich auch. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man den Wein so über die Zunge gleiten lässt. Dann hat man auf der einen Seite eine Säure, die einfach da ist, die aber nicht zu viel ist, die nicht zu präsent ist, die dem Ganzen aber eine schöne Frische gibt. Mhm. Und wir haben eine leichte Cremigkeit. Ja. Einfach weil wir im Graubünderbereich auch immer ein bisschen mit BSA arbeiten, das ist der biologische Säureabbau. Und da kommt einfach eine leichte Cremigkeit her. Und das ist einfach auch im Graubünder was sehr, sehr Schönes, was den Wein einfach vollkommen macht. Ja, ich finde auch, diese schöne Cremigkeit kommt auf der Zunge ganz schön daher. Aber auch so ein bisschen die gelben Früchte oder auch so ein schön grüner Apfel. Also es hat so ein bisschen dieses Knackige auch noch mit drin. Und diese, sag mal, dieser Gegensatz, der ist wirklich, steht diesem Wein sehr gut. Genau. Ja, da fängt man einfach richtig an zu schmatzen, gell? Ja, das ist so der erste Wein am Abend. Und dann fängt man einfach ein bisschen an zu schmatzen. Ne? Ja, und wenn man so an Schmatzen denkt, denkt man ja auch vielleicht direkt an was zu essen. Und ich finde, der Wein passt richtig gut zu Gegrillten zum Beispiel oder auch zu Antipasti. Die eine Rezeptempfehlung für den heutigen Abend, die ihr ja alle per Mail bekommen habt, war ja der bunte Ziegenfrischkäse. Ich finde, sowas passt, oder könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Bei uns sieht natürlich leider leer aus. Ich hoffe, bei euch ist das etwas anders. Aber ja, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Rezepte nachgekocht habt oder was euch davon besonders gut gefällt. Ja, waren Sie, es sind ja schon viele neue Leute auch wieder dabei, die mal wieder mitschauen. Ja. Sollen wir vielleicht schon mal so ein, zwei Worte über unser Weingut sagen? Ja, ich denke, das ist auf keinen Fall eine schlechte Idee. Wir können uns dann nochmal ganz kurz vorstellen, um welches Weingut es sich eigentlich hier handelt. Also, wie man am Namen hier auf der Flasche auch ganz gut erkennen kann, Weingut Krön sind wir hier. Wir sind hier in Weinersheim, das ist ein echt kleines Ort in Rheinhessen. Sehr, sehr klein. Sehr klein. Deswegen kennen es nicht ganz so viele. Aber grundsätzlich liegen wir südlich von Mainz. Genau. So 20 Minuten. Die sich hier in der Gegend ein bisschen besser auskennen. Nierstein ist so die nächste größere Städtchen. Direkt vorne am Rhein. Und wir sind nochmal 10 Minuten ins Land rein. Genau. Und wir sind ein Familienweingut. Uns gibt es hier als Weingut schon seit 1625. Also schon ein Weilchen her, dass hier das Weingut gegründet worden ist. Das bedeutet, dass unsere Eltern die 12. Generation sind und jetzt Johannes, mein Bruder und ich die 13. Generation bilden. Ja, wir bewirtschaften 25 Hektar, haben auch wirklich eine tolle Bodenvielfalt. Johannes hat ja gerade schon erwähnt, Nierstein und Weinersheim. Also wenn man halt nach Nierstein schaut, bleiben wir meist bei uns in Weinersheim, da haben wir sehr, sehr schönen Löstboden, die einfach fruchtige, aber auch trotzdem charakterstarke Weine geben. Wenn wir dann in Richtung Dahlheim gehen, da haben wir dann eine Löss-Leben-Kombination. In Nierstein selbst haben wir einen roten Tonsandstein, der sehr mineralische Weine hervorbringt, die immer so eine kleine Teewürze
4 verschiedene Böden, die 4 verschiedene Weine entstehen lassen. Und da kann man halt sehr gut spielen. Da kann man halt auch natürlich die Rebsorten, so wie sie geschaffen sind, kann man an den richtigen Boden anlegen oder anpflanzen und hat dann halt am Ende den besten Wein. Und dann ist man sehr flexibel. Ja, und das Schöne ist, heute werden wir auch ganz schön viel davon probieren. Also genau. Wir haben Weine nicht nur hier von Weinesheim, wie jetzt hier der Graue Burgunder ist hier von Weinesheim und Dahlheim. Ja. Und wir gehen aber trotzdem auch noch heute Abend nach Nierstein, auch nur noch nach Dahlheim. Also wir machen so eine kleine Reise auch durch unsere Böden hier. Und da kommt auch schon die erste Frage. Ja, was sind das für Bilder im Hintergrund? Also was sieht man da? Ja, wer noch nicht hier bei uns war, der kennt unsere tolle Wand hier ja gar nicht. Das sind keine Bilder, das sind wirklich die Böden. Also wir haben, wie tief waren die Löcher, die wir gegraben haben? Wir haben 5 Meter im Ringert haben wir noch. So primitiv, wie sie es anhört. Und dann wurde aber ein Bodenprofil genommen. Bedeutet, der Boden wurde beschichtet, wurde abgenommen, ungefähr bis zu 5 cm Dicke. Und dann wurde der Boden, so wie er an dieser Stelle war, oder wie er in dem Weinberg einfach ist, jetzt bei uns in der Vinothek an die Wand gebracht. Und genau. Das ist einfach, weil wir halt sehr viel über Boden, über Herkunft reden werden, weil wir auch unser ganzes System, ein Gutsortslagenweinsystem aufbauen. Müssen wir einfach viel über Boden reden, weil da nimmt der Wein die Rebe, also die Rebe nimmt da die Kraft und die Mineralien her, und diese einfach schon später an die Trauben, beziehungsweise die Trauben an den Wein dann abgeben. Genau, und diese 5 Meter, die wurden auf diese kleinere Fläche komprimiert, genau. Also es ist immer so ein Ausschnitt, sodass man sieht, wie dieser Boden aufgebaut ist, und das ist richtig spannend, wenn man jetzt hier vor Ort ist und ein bisschen näher rangeht, sieht man auch wirklich noch die Wurzeln da drin, oder jetzt hier in Dahlheim sieht man noch die Muschelreste, und das ist wirklich was ganz Spannendes, hier das sich mal live anzuschauen, wo, das seid ihr auch immer zu eingeladen, man kann uns immer besuchen, genau. Auch in der heutigen Zeit, also wir dürfen leider momentan nicht ausschenken, oder man kann bei uns momentan leider nicht probieren. Man kann aber trotzdem Wein abholen. Genau. Das ist gern gesehen. Also ihr dürft jederzeit von Montag bis Samstag dürft ihr gern vorbeikommen, euren Wein fürs Wochenende, für den Abend abzuholen. Und das ist nach wie vor, also wir haben nach wie vor geöffnet. Wir dürfen einfach momentan nichts ausschenken. Ja, das ist in Rheinland-Pfalz so geregelt. Wir haben auch schon gehört, dass es in anderen Bundesländern anders ist. Also Hessen und Baden-Württemberg sind davon anscheinend ein bisschen anders reguliert worden, aber wir alle dürfen es leider nicht. Aber natürlich, wie Johannes gesagt hat, trotzdem gern vorbeikommen. So, zurück zum Wein, zum Wesentlichen, warum wir heute hier jetzt zusammengefunden haben. Wir können auch alle jetzt, wo er einfach so 2-3 Minuten einfach jetzt schon ein bisschen Luft bekommen hat, auch gerne, wenn man es hinbekommt, ein bisschen schwenken, weil Wein braucht einfach Luft. Also gerade die Burgunder, die sind alle, auch an der Stelle vielleicht, macht die Rotweine schon auf. Also das, ja, stimmt, wirklich, wir haben es auch vorhin schon gemacht, Rotweine bitte jetzt schon aufmachen, weil die brauchen Luft, die müssen atmen. Und deswegen aufmachen und jetzt zum Grauen Burgunder und zu Burgunder allgemein erstmal. Warum Burgunderwunder? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Wir haben es vorhin ja schon ein bisschen angeteasert. Das, heute sind alles Burgunder-Rebsorten, also der Grauburgunder, der Weißburgunder, der Spätburgunder, der Frühburgunder, aber auch der Chardonnay, die gehören alle zu dieser Burgunder-Familie. Und es ist so, dass am Anfang gab es nur den Spätburgunder, und aus diesem Spätburgunder sind die anderen Rebsorten mutiert, und dadurch haben wir heute eine sehr große Burgunderfamilie, so kann man es sagen. Diese Weine sind aktuell sehr im Trend hier in Deutschland. Das liegt auch einfach daran, weil sie so eine tolle Säurestruktur haben. Also sie haben oft wenig Säure, sind aber trotzdem schön saftig und spritzig, wie wir es jetzt hier auch im... Aber die schmecken trotzdem nicht lahm. Genau. Weil du oft hast, es gibt viele Sorten, die einfach wenig Säure haben. Natürlich hört sich das für viele Leute erstmal so an, super, wenig Säure. Aber wir brauchen irgendwie eine gewisse Frische im Glas. Weil sonst schmeckt das wie so ein nasser Waschlappen oder so eine Seife. Das will ja auch keiner trinken oder essen. Und deswegen brauchen wir immer eine gewisse Säure. Die Säure ist eigentlich positiv erstmal zu sehen. Ja. In den Burgundern braucht man halt nicht so viel, obwohl, also die wirken trotzdem, obwohl die so wenig Säure haben, wirken die sehr, sehr frisch und trotzdem nicht seifig oder breit. Also sie haben trotzdem einen sehr, sehr schönen Körper. Ja, und sie wirken auch trotzdem sehr harmonisch und deswegen sind es auch so tolle Essensbegleiter, weil sie oft noch diese schöne weiche Seite haben.
Und ja genau, wir haben euch ja drei Rezepte heute mitgeliefert. Einmal den Ziegenfrischkäse hier zum Grauburgunder, einmal die Handkäspizza, so typisch rheinhessisch. Und danach als Nachtisch sozusagen das Kaffee Panna Cotta. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das zu den beiden findet, ob es euch geschmeckt hat. Und ja, es sind einfach wirklich tolle Essensbegleiter, die richtig im Trend sind und auch das auch ja sehr gut beweisen. Ja. Und ich denke, wir können einfach mittlerweile sehr, sehr gut umgehen mit den Burgundern. Ich glaube, das da, wo wir irgendwann wurden, die ja erst zugelassen in Deutschland, man durfte ja vor 50 bis 100 Jahren, durfte man die gar nicht hier anpflanzen. Und es wurde irgendwann zugelassen. Und dann musste man natürlich auch erstmal lernen, okay, im Burgunder muss man ganz anders behandeln wie Riesling oder sonst irgendwas. Und aber ich denke, in den letzten 10, 15 Jahren bekommen wir das auch sehr, sehr gut hin. Und ich denke, dadurch ist halt auch dieses Burgunderwunder auch so ein bisschen entstanden, weil die Deutschen kannten es so gar nicht so extrem. Man kennt aber ja so Pinot Grigio aus Italien zum Beispiel. Ja. Das bedeutet einfach nur Grauburgunder. Ja. Aber wir kriegen das, denke ich, genauso gut hin. Pinot Noir aus Frankreich, der jetzt bei uns unter Spätburgunder läuft. Aber trotzdem ist es die gleiche Rebsorte, es ist nur eine andere Namensgebung. Der deutsche Name einfach und der französische. Genau. Oh, da ist irgendwas. Ist alles gut? Okay. Ja, so die Technik muss immer schauen, dass alles funktioniert. Aber deswegen, also ich denke, Burgunder allgemein ist ein super Thema, es macht sehr viel Spaß. Es gibt sehr viele verschiedene Burgunder, wo jeder ein bisschen anders ausbaut. Ihr werdet auch merken, der Gutswein jetzt ist noch ein bisschen der einfachere. Wenn wir später den Dahlheimer Grauburgunder Ortswein dagegen probieren, der wird einfach schon ein bisschen komplexer, ein bisschen mehr Holz. Aber das kommen wir später dazu. Da ist jetzt erstmal eine Frage. Ja, wieso wurden denn diese Burgunderweine so spät zugelassen? Gab es da eine bestimmte Begründung? Ja, das Politik. Nee, es ist halt irgendwann, also irgendjemand meinte halt, nee, wir wollen uns halt auf gewisse Sorten konzentrieren und das ist schlecht, was halt andere machen. Und irgendwann hat man gemerkt, so, es schmeckt doch ganz gut und warum machen wir das nicht selbst auch? Wir haben wirklich auch ein gutes Klima dafür. Genau, also es liegt ja immer so ein bisschen daran, zum Beispiel Deutschland, typisches Rieslingland, wie bei uns hat der Riesling seine Heimat und ist wirklich sehr weit verbreitet und wir haben auch die besten Rieslinge weltweit in Deutschland hier. Natürlich gibt es Rebsorten, die jetzt in Deutschland dadurch aber auch nicht so gut wachsen, weil wir doch ein etwas kühleres Klima haben. Zum Beispiel so ganz, ganz kräftige Rotweinrebsorten. Aber was auch mal mehr wird, weil der Klimawandel, den merken wir auch hier. Und dadurch finden diese Rebsorten natürlich auch immer mehr Zuspruch. Und Burgunder brauchen aber nicht jetzt so ein ganz heißes Klima wie manch andere Rebsorten, auch nicht ganz so ein kaltes wie Riesling, sondern sind sehr flexibel beim Klima zumindest. Also man muss sich halt auch mal überlegen, wo wir wirklich vor 40, 50 Jahren standen. Also da war es ja noch ein bisschen länger her, das ist noch. Ja, aber vor 40, 50 Jahren war es schon schwer, Riesling reif zu bekommen. Und Riesling ist eine Rebsorte, die nicht viel Sonnenstunden braucht. Also klar, die braucht gewisse Sonnenstunden, aber es war schon schwer, Riesling reif zu bekommen. Und diese Hitze braucht Riesling einfach nicht, so diese Wärme. Genau. Und Burgunder waren halt immer schon ein bisschen wärmer veranlagt, auch kraftvolle Burgunder zu bekommen, nicht, dass sie noch irgendwie grün schmecken und nur sauer. Ich meine, die Säure baut sich einfach ab mit der Temperatur oder mit der Zeit am Stock. Und da braucht einfach eine Rebsorte braucht gewisse Sonnenstunden oder eine gewisse Temperatur. Und deswegen wurden die vielleicht unter anderem auch später aufgenommen oder zugelassen. Aber das ist jetzt auch nicht, was wir entschieden haben. Das war halt irgendjemand vorher. Sind die Burgundersorten alle von selbst mutiert oder wurden sie auch gezüchtet? Das wurden auch gezüchtet. Also auch probiert auf jeden Fall. Genau. Also es gibt halt ein Urklon, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und von dem, da sind halt immer wieder mutiert, immer wieder weiter mutiert. Also das ist auch nicht eine Sache, die jetzt über 10, 20 Jahre gelaufen ist. Das ist über 100, 200, 500 Jahre, wurden da immer wieder die besten Klone, die besten Stöcke selektioniert, immer wieder die besten Trauben. Also wenn ein Stock sehr schöne Trauben hatte und das über mehrere Jahre, dann wurde dieser Stock einfach nur genommen. Und der wurde dann wieder vermehrt und wieder weitergezüchtet mit, wenn wir jetzt mal Grauburgunder angucken, Grauburgunder mit Grauburgunder, der eine ist lockerbärisch, der andere hat kleine Trauben, der andere hat große Trauben.
Und da wurde natürlich immer wieder versucht, immer was Neues, was Besseres zu finden. Aber das ist wirklich über wie viele hundert Jahre wurden da Klone selektioniert, dass wir mittlerweile von dem Urburgunder, würde ich es einfach mal behaupten oder sagen jetzt, um es ein bisschen einfach darzustellen, von dem Urburgunder gibt es halt dann Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay. Und Frühburgunder natürlich, ja. Und das sind ja alles irgendwo Mutationen, die nach und nach über wie viele Jahre immer wieder neu entstanden sind. Da war halt irgendjemand dabei, der hat dann halt, also eine Spätburgunder-Traube, die hat halt nur weiße Beeren oder graue Beeren ausgebildet und das war dann halt der Grauburgunder geworden. Ja. Und das war was Besonderes in dem Moment und die Leute haben es erkannt und vervielfältigt. Ja. Ja, das kann man gut so sagen. Genau. Und Franzi, mit den Online-Weinproben, es wird ja jetzt immer angefragt, wie ist das eigentlich, wenn jemand jetzt fragt, ja, macht ihr eigentlich auch eine Online-Weinprobe für Firmen oder sowas? Ja, genau, es kommen jetzt vor allem vor Weihnachten immer mehr Anfragen, ob wir auch privatere Online-Weinproben durchführen, weil wir doch jetzt mittlerweile auch sehr bekannt für unsere öffentlichen Online-Weinproben sind sozusagen, weil wir doch recht früh dafür damit angefangen haben. Und ja, wir haben auch schon so privatere Online-Weinproben durchgeführt, vor allem jetzt vor Weihnachten. Da können die ganzen Weihnachtsfeiern von den Firmen nicht stattfinden, was natürlich sehr schade ist. Aber das Ganze kann natürlich online durchgeführt werden. Dann bekommen, sind dann vielleicht 15, 20 Mitglieder bei der Firma und die bekommen alle ihr Weinpaket nach Hause geschickt. Und dann haben wir ein sehr privates Treffen über Zoom oder über andere Plattformen. Dann kann man sich auch gegenseitig sehen und es können Fragen beantwortet werden, natürlich auch wie hier, nur dann einfach noch ein bisschen im kleineren Kreis. Und ja, wer bei sowas Interesse hat, der kann uns gerne einfach eine E-Mail schreiben, wenn man so jetzt denkt, oh, meine Firma zu Hause, die hat auch keine Weihnachtsfeier geplant, weil es einfach nicht geht. Gerne einfach eine E-Mail schreiben. Ja. Es sind noch ein paar Termine frei, auch wenn der Kalender doch schon gefüllter ist, aber das kriegen wir auf jeden Fall noch unter. Und es kann trotzdem irgendwie ganz lustig sein. Also genau. Was du mir so erzählst, und die Franzi macht das mehr wie ich, weil es einfach freundlicher ist. Und nee, aber es kann ja trotzdem lustig sein. Also wenn du erzählst, so, ah, da, die Mitarbeiter hatten trotzdem ihr Spaß des Lebens. Auf jeden Fall. Also für die Zeit jetzt gesehen. Und also warum nicht, ja. Also ich habe bisher immer nur sehr positives Feedback bekommen. Also ja. Jeder hatte Spaß dran. Ja. Und es war wirklich immer sehr lustig. Weil irgendwann sieht man sich doch so irgendwie unter Freunden, kann ich mir das vorstellen. Ich meine, bei uns in meinem Alter, man muss sich ja auch irgendwie über soziale Netzwerke treffen. Und es ist dann trotzdem, wenn man mal so den ersten oder den zweiten das Gläschen getrunken hat, dann wird es trotzdem immer ganz anders. Und dann ist es, als würde man fast beieinander sitzen. Ja, so ein bisschen. Das stimmt. Ja. Das hilft auf jeden Fall. Da ist es nicht so ganz... Doch. Gut. Ja, ich würde sagen, ich hole den nächsten Wein. Das wäre der Chardonnay im Weißburgunder, weil mein Glas ist alt und als auch. Das läuft schon wieder. Ja. So, könnt ihr natürlich auch gerne machen. Willst du nochmal in die Kamera zeigen, dass alle Leute, oder soll ich? So und so. Genau, und das ist jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, der Grauburgunder, den wir als erstes hatten, das war der Gutswein mit einem weißen und mit einem grau bronze Schrift. Und jetzt kommen wir zum Ortswein, das ist ein graues Etikett mit einer Silberschrift. Und das ist einfach, um euch zu zeigen, okay, das ist Gutswein, das ist Ortswein. Oder wenn wir auch eine Lage, haben wir heute leider keine dabei. Aber wenn man in den Lagenweinbereich gehen würde, dann wäre das ein schwarzes Etikett mit einer goldenen Schrift. Und dann weiß man, man sieht's? Okay, top. Man sieht einfach direkt auf den ersten Blick, okay, ich habe jetzt was, das soll einfach Spaß machen. Ja. Das ist aber trotzdem, ja, es macht Spaß, aber es ist einfach. Dann habe ich jetzt hier einen Ortswein, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Trotzdem kann man es täglich genießen, wenn man das will. Und ein Lagenwein, das macht einfach nur noch Spaß. Das geht ja alle zwei Tage. Das geht dann alle zwei Tage oder jeden halben Tag. Das gibt nicht ganz so viel Sinn, aber... Nee, genau. Also wir haben auch im Lagenweinbereich einen wirklich tollen Weißburgunder von der Niersteiner Hölle. Ja. Der hat aber dann ein bisschen das Budget von diesem Weinpaket gesprengt, weil wir natürlich auch nicht... ja, wir wollen es natürlich... Ja. Ja, wo eine Lage einfach was Besonderes ist, weil der Boden einfach nochmal
nochmal besser ist wie in den anderen Teilen, die wir haben. Genau. Das ist jetzt auch eine Steillage mit 40%, wo sehr viel Arbeit einfach bedeutet und natürlich muss dann das Ganze auch ein gewisses Geld kosten. Ja, also wenn ihr den gerne probieren wollt, gerne kaufen, man schmeckt auf jeden Fall, dass er das Geld wert ist. 19er Chardonnay. Genau, 19er Chardonnay und weißer Burgunder, ein Cuvée aus zwei Rebsorten. Gerne einmal dran riechen. Ach, ich finde, der hat eine tolle Nase, gell? Der hat das wirklich so eine... Also ich habe jetzt bestimmt schon 10-mal dran gerochen, aber es macht einfach Spaß. Jetzt schon so, das hat einfach wesentlich mehr Komplexität einfach schon im Glas. Also man hat schon eine viel intensivere Nase, man riecht viel mehr raus, man hat wirklich wieder diese tollen gelben Früchte, aber auch wirklich einfach... so eine kleine Geruchsexplosion auch schon im Vergleich jetzt zum Grauburgunder. Ja. Auch ganz leicht, so ein bisschen Holz, aber auch fast gar nicht spürbar, also jetzt nicht übertrieben. Ja, ich würde so ein Küsschen vom Holz sozusagen. Ja. Und trotzdem halt eine schöne Frische. Also er ist sehr schmeichelnd, auf der Zunge auch, sehr weich. Wie gesagt, ein bisschen Holz, aber trotzdem sehr schön frisch. Ja. Der hat jetzt hier, also hierbei sind jetzt ca. 80% Chardonnay und 20% Weißburgunder, also doch deutlich mehr Chardonnay als Weißburgunder. Und davon sind 70% circa im Edelstahltank spontan vergoren und 30% im Barrique-Fass, das ist so das Küsschen Holz, was wir gerade rausgeschmeckt haben. Wobei man da auch sagen muss, also das sind nicht nur neue Barriques gewesen, also man darf sich nicht vorstellen, das wird gerade vom Wald abgeschlagen und bei uns in den Keller gelegt. Das sind teilweise Barriques, die sind in der dritten, vierten Belegung, fünften Belegung. Ja. Die geben einfach nur noch sehr, sehr wenig Holz ab. Aber das ist genau das, was wir wollen, weil letztendlich nutzt man Barriques nicht, um Holz zu haben. Klar, das kann einen Wein unterstützen, das darf es aber nie erschlagen. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir müssen es klar sein, wir wollen Wein trinken und keine Holzpalette. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass das Holz einfach schön eingebunden ist und auch nicht direkt schmeckbar oder spürbar, sondern so eine kleine Stützung, die so ein bisschen noch den Wein hervorhebt einfach. Und dann hat er auch recht lang auf der Hefe gelegen, der Wein, also ich würde sagen so 9 Monate. Ja. Und das kommt auch dieses schöne Weich und dieses schöne samtige Aroma kommt da auf jeden Fall auch her. Aber man merkt halt jetzt schon, wie viel mehr Kraft das hat. Ja. Weil ich finde, also geschmacklich, das geht einfach nochmal so wesentlich tiefer in den Mund rein, in die Zunge. Das füllt so richtig aus. Es ist so ein bisschen kratzig, aber was ich positiv empfinden würde, als einfach so, wir müssen noch einen Schluck nehmen. So einen Schluck nehmen, also einfach ist es. Einfach um so alles zu entdecken, was diesen Wein ausmacht und was auch die nächsten Weine ausmachen wird. Das ist einfach nochmal, doch nochmal einen Schluck mehr zu nehmen und nochmal, da ist nochmal diese Annonce oder hier und da, der Wein kann auch so ein bisschen entdeckt werden dadurch. Ja. Und ja, der ist jetzt, wie schon gesagt, deutlich kräftiger als der erste und demnach passt er auch zu etwas kräftigerem Essen. Also ich würde jetzt so einen schönen Steinpilz, so in die Richtung kann man dazu gehen, ob es Steinpilz mit Pasta ist oder ob es einfach als Beilage ist oder irgendwie... kann man alles mögliche verarbeiten mit. Oder auch irgendwie so ein bisschen Wildgerichte, also einfach kräftigere Gerichte passen dazu sehr schön. Also wirklich ein richtig toller Essensbegleiter. Auch unsere nächsten Online-Weinprobe, ich will nur schon ein bisschen anteasern, geht es ja so ein bisschen mehr um Essen wieder und da haben wir den auch mit reingenommen, weil er einfach so ein toller Essensbegleiter ist, aber dazu später nochmal mehr. Genau. Aber das ist wirklich ein schöner 2019 an. Ich finde auch jetzt so mit ein bisschen Luft kommen auch sehr hefige Noten wieder mit rein. Wie ich es eben gesagt habe, der Wein, der hat mehr zu bieten. Das ist, glaube ich, auch einer der Weine, die einfach auch morgen, übermorgen sich nochmal ganz anders zeigen werden und einfach nochmal besser werden. Ja. Weil ich finde, von ganz am Anfang, wenn wir aufgemacht haben, war er noch doch ein bisschen verschlossen in sich selbst. Man hat doch nicht diese Präsenz in der Nase gehabt. Aber jetzt so langsam, wenn ich schon so ein bisschen geschwenkt habe, kommt auf jeden Fall immer mehr, Stimmt. Und das macht Spaß. Das stimmt auf jeden Fall. Also der muss es auch nicht ganz kalt haben. Wenn man zu kalt hat, dann ist er so ein bisschen verschlossen noch. Ja. Und wenn der jetzt so ein bisschen wärmer wird langsam, klar, er soll nicht warm werden, aber ein bisschen wärmer, da kommen die Aromen einfach noch ein bisschen mehr hervor. Ja, und wir probieren ja jetzt gerade so schön in unserer Vinothek. Wie schon gesagt, ist es leider aktuell hier in Rheinhessen nicht möglich, verkosten zu lassen. Wir hatten ja auch
eigentlich zwei Veranstaltungen hier im November geplant, an denen ihr kommen könnt, Wein verkosten, Wein mitnehmen. Wolltet auch. ja, das mussten wir leider absagen, aber trotzdem seid ihr immer hier noch herzlich willkommen. Ihr werdet hier individuell beraten und wenn ihr aber doch lieber zu Hause bleibt, ist es auch natürlich verständlich. Dann beraten wir euch auch gerne individuell am Telefon und versenden euch den Wein direkt vor die Haustür. Das ist gar kein Problem. Aber wir haben für den Dezember auf jeden Fall unsere beiden Weineinkaufswochenenden noch geplant. Wir sind gespannt, was sich jetzt so entwickelt. Stand jetzt hoffen wir natürlich auch, dass sich die Zahlen einfach bessern und das Ganze stattfinden kann. Natürlich unter den Hygienevorschriften, die wir hier so haben. Ja. Also das haben wir auch hier komplett so umgesetzt. Ja. Sogar besser. Also ich meine, wir haben hier sehr, sehr viel Platz, wo man auch weit von anderen Gruppen entfernt sitzen könnte. Aber wir wissen es nicht, da stecken wir nicht drin, das entscheiden wir auch nicht. Zum Glück vielleicht auch nicht, ja, weil es ist einfach kein einfaches Thema. Und Stand jetzt wird es aber stattfinden. Ich denke, nächste Woche wollten die Herren und Frauen von oben uns Neuigkeiten geben und dann wird es sich zeigen. Also ihr könnt euch Stand jetzt einfach noch anmelden, wenn ihr noch einen Platz haben wollt. Es gibt nicht mehr viel. Zu manchen Uhrzeiten ist es, glaube ich, auch schon ein bisschen ausgebucht. Ja, wir haben da so Timeslots eingebaut, dass wir auch wirklich gewährleisten, dass nur diese bestimmte Anzahl an Personen hier ist und nicht mehr. Und deswegen muss man einfach mal auf der Homepage bei uns schauen, da sieht man alles. Genau, und dann kann man einfach sich eine E-Mail schreiben, hier, ich will dann kommen. Und dann kriegt ihr einen Tisch zugewiesen für die eine gewisse Zeit. Und dann könnt ihr einfach euch ein bisschen durchprobieren. Einfach ein bisschen rauskommen, das Leben genießen, was es halt so gibt. Genau, und bis dahin müsst ihr auch nicht vergessen, fleißig bei eurem Gastronomen des Vertrauens, des Herzens zu bestellen. Die leiden da natürlich noch mehr drunter als wir auf jeden Fall. Und da kann man natürlich unterstützen, wenn man einfach sich das abholt oder liefern lässt. Das ist natürlich, jeder muss essen und es schmeckt natürlich umso besser noch, wenn es dann vom professionellen Koch gekocht wurde. Genau. Und ja, man muss auch einfach überlegen, ich meine, die haben zu. Also das sind alles selbstständige Leute, die verdienen momentan oder diesen Monat, wo sie jetzt einfach zu haben müssen, die verdienen keinen Cent. Also da ist auch keiner, der sagt, ja, du hast Kurzzeit, 70% kriegst du oder es sonst irgendwas. Es gibt ein paar Förderungen, aber natürlich ist es was anderes als... Wer weiß, ob die kommen oder nicht. Aber egal, anderes Thema. Lass uns über was Fröhliches reden. Ja, genau, ich würde sagen... Unterstützt die Leute von der Gastro und jetzt... geht's weiter hier bei uns. Ja, wir haben ja auch jetzt unsere letzte Online-Weinprobe im Juni, glaube ich. Das war ja auf jeden Fall vor dem Herbst. Ja. Und natürlich lässt sich die Natur von dem ganzen Kram, der gerade außenrum passiert, gar nicht beeindrucken. Die wächst und läuft ganz normal weiter. Und so war unser Herbst 2020 auch richtig spannend, würde ich sagen. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, Johannes? Genau, also im Herbst 2020 war ein sehr schöner Herbst, weil wir einfach über den ganzen Herbst hin hatten wir einfach trockenes Wetter. Also wir hatten keinen Regen, wir hatten einfach warme Temperaturen, wir haben sehr viel, weil wir noch eine neue Kelter dazu bekommen haben, haben wir draußen unter dem freien Himmel gekeltert, was einfach in vielen Jahren gar nicht möglich wäre, weil es einfach regnen würde. Das hat uns dieses Jahr so ein bisschen die Karten gespielt, aber ich denke 2020 wird ein sehr, sehr spannender Jahrgang. Es war wieder sehr trocken, was wir auch aus den Jahrgängen vorher schon kennen. Es war auch wieder ein grundsätzlich warmer Jahrgang, würde ich jetzt behaupten, mit sehr viel Trockenheit. Und wir hatten zum Glück, nach der letzten Weinprobe hatten wir noch ein bisschen Regen, wo den Trauben oder den Reben vielmehr sehr geholfen hat, weil wir hatten schon gerade in Nierstein vorne im Roten Hang so leichte Trockenstressanzeichen, die aber durch den letzten Regen vor dem Herbst sehr behoben wurden. Und die Reben haben einfach dankend dagestanden, haben gesagt, ja super, dass es nur mal geregnet hat. Und wir dann letztendlich, super, dass es geregnet hat, weil die Trauben, die haben richtig Spannung gehabt, die hatten richtig Kraft. Und wir hatten, obwohl wir reife Trauben, grundsätzlich reifes Material hatten, hatten wir auch noch eine sehr schöne Säure, was man gerade aus 18 Jahren gar nicht so kannte. Ja. Und wir haben alles top reinbekommen. Eigentlich im Großen und Ganzen so, wie wir uns das gewünscht haben, wo wir vorher gesagt haben, ja, wir wollen das dann holen, das soll die Öchsel haben,
das soll so viel Zucker noch haben. Geschmacklich natürlich ist ein großer Punkt. Und da haben wir einfach das ganze Top reinbekommen. Und bis jetzt schmeckt es auch. Also es sind eigentlich jetzt alle auch fast alle Weine trocken durchgegoren, also die trocken werden sollen, die sind trocken durchgegoren. Und denen natürlich die Feinherb oder Rest süß bleiben sollen, die wurden natürlich abgestopft zu ihrer richtigen Zeit. Aber es ist jetzt so alles, es hört so langsam auf zu blubbern im Keller. Das ist ein bisschen schade, weil es eigentlich immer wie Musik ist, wenn man da so durchläuft. Das stimmt, ja. Für den Winzer ist einfach so die Keller, wenn so blub, blub, blub. Ah, das ist großartig und das geht jetzt langsam zurück. Aber man freut sich auch, dass man halt auch irgendwie fertig ist. Und wir gehen halt jetzt in eine Phase rein, wo es im Keller, draußen im Weinberg einfach ein Tick ruhiger wird. Auch zum Glück, weil also wir haben jetzt 6 Wochen geherbstet und das war stramm. Also wir standen eigentlich von morgens ab 6:30, manchmal haben wir auch 7 angefangen. Ein Mitarbeiter hat oft 4, 5 angefangen morgens. Hat dann durchgezogen und dann ging es eigentlich immer bis abends 21, 22 Uhr, oft aber auch bis 23 Uhr oder 2 Uhr nachts. Und dann muss man sich vorstellen, man hört 2 Uhr nachts auf, 4, 5 Uhr, 6 Uhr fängt man wieder an und das halt 6 Wochen und das auch Samstag, Sonntag. Ja genau, ohne Wochenende auch. Ohne Wochenende, wo man mal ausschlafen hätte können, also... Wir haben einen schönen Herbstabschluss gehabt, wo auch ein Mitarbeiter gekocht hat und das ist sehr, sehr gut. Es gab nämlich Rehgulasch gab es, weil der eine Mitarbeiter, der ist Jäger und der hat was Schönes geschossen und dann gab es Rehgulasch und wir haben gut eingetrunken und haben alle mal ausgeschlafen. Ja. Wie zeigt sich der Trockenstress in den Reben oder an den Reben? Trockenstress, muss man sich so vorstellen, ist einfach ein Gelbwerden der Blätter. Also gerade in der Traubenzone, das sind die letzten Blätter für die Rebe, in dem Moment die unwichtigsten Blätter, weil immer die jüngsten Blätter werden bevorzugt. Und das sind die Blätter, die am Ende der Rebe hängen. Und die ersten Blätter, die in der Traubenzone dann noch hängen, also ganz unten, das waren die ersten Blätter, die im Jahr ausgebildet wurden. Das sind so die ältesten Blätter und die werden dann halt von der Rebe abgestoßen. Das bedeutet, die fallen nicht einfach grün ab, die werden erstmal gelb, ja. Dann werden sie noch gelber und irgendwann fallen sie doch ab. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie im Herbst, muss man sich das vorstellen. Also man sieht wirklich in der Traubenzone sehr, sehr viele gelbe Blätter. Und das ist halt so das erste Zeichen, wo die Rebe sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Und man muss es halt erkennen. Wenn es möglich ist, muss man auch handeln, aber meistens müssen wir dann einfach auf den Regen warten. Und dann ist es eine höhere Gewalt, das ist die Natur, die dann da Einfluss nimmt und das Ganze beeinflusst. Und dann kann man nur einen Regentanz machen oder nichts, meistens. Ja. Ja? Wie stark beeinflussen denn die Temperaturen dann Säure- und Süßegehalt im Wein? Sehr. Also die Säure... Die wird irgendwann so im Juni, Juli, hat sie meistens ihren Höhepunkt und danach sinkt sie nur noch. Also gerade die Äpfelsäure, die wird immer weiter abgebaut. Einfach wenn es wärmer ist, wird die schneller abgebaut oder intensiver, wie wenn es kalt ist. Deswegen wünschen wir uns Winzer oft auch kühle Temperaturen, dass die Säure nicht zu niedrig fällt. Weil wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wir brauchen immer eine gewisse Grundsäure im Wein, weil... Das schmeckt sonst läppisch, das hat keine Spannung, das ist langweilig. Ja? Also wir brauchen immer Säure im Wein. Säure ist eigentlich großartig. Also das muss man so sagen. Und wenn es sehr warm ist, wird sehr viel Säure abgebaut. Wenn es kalt ist, wird nicht so viel Säure abgebaut. Deswegen sagt man immer, in kalten Jahren hat man sehr viel Säure, in warmen Jahren hat man wenig Säure. Ja. Und der Zucker wird natürlich auch über die Photosynthese beeinflusst. Bedeutet viel Sonne, viel Photosynthese, viel Zucker. Wenig Sonne, wenig Zucker, wenig Photosynthese, wenig Zucker. Und das ist aber auch dann wieder so mit dem Trockenstress so eine Sache. Wenn die Pflanze natürlich in Trockenstress geht, ist das Hauptmerkmal nicht die Traube zu versorgen, dann geht das Hauptmerkmal in die Pflanze, dass man überlebt. Also das ist wie wenn ihr jetzt, ich wieder jetzt asozial. Jedes Beispiel, das ich gezogen hätte, wird nicht gut. aber vielleicht so. Wenn ihr wenig zu trinken bis gar nichts zu trinken habt selbst, dann würdet ihr
vorher euch und euren Kindern trinken geben, bevor ihr eure Pflanzen ernährt. Und so ist es auch bei Pflanzen. Die versorgen halt erst die Pflanze selbst, dass sie bis ins nächste Jahr überleben kann. Und dann kommt alles andere. Und dann hört natürlich auch die Photosynthese und der Zucker. Es hat keinen Sinn gemacht. mein Beispiel, das ich machen wollte, das wäre nicht angebracht gewesen. Was ist das Schlimmste? Weißt du, was ich sagen wollte? Ja. Ja, das ist ja nicht. Gut. Öxle ist relativ schnell und einfach erklärt. Öxle ist der Zucker. Also wir Winzer messen, also in Deutschland oder auch die Einheit für genau, die, oder fast ganz Europa messen wir in Öxel. Das ist einfach Gramm Zucker in eine andere Zahl umgerechnet. Ja. Und das hat halt irgendwann so angefangen und wird halt deswegen so gemacht. Dann noch eine Frage zu dem Wein. Ist ein Cuvée aus zwei verschiedenen Weinen. Welcher Wein ist für was zuständig? Also welche Komponenten? Ich würde sagen, es ist jetzt schwer zu sagen, weil... Ich würde sagen, vielleicht Weißburgunder liefert so ein bisschen eher dieses gelbe, fruchtigere, die fruchtige Aromatik und Chardonnay auch so ein bisschen das Weichere einfach. Aber natürlich hängt es auch viel mit dem Ausbau zusammen. Ich glaube auch Chardonnay gibt auch immer mehr so diese würzigen Charakter. Ja, und die bestimmt diese würzige genau. noch, ja. Und Weißburgunder ist mehr so diese gelbfruchtige, ja, so dieses Ananas. So Birne, genau. So typisch, also ein bisschen, ja, nussig ist vielleicht eher ein bisschen Chardonnay, ja, das Würzige. Genau. Aber ja, genau. Und dann ergänzen, also deswegen macht man auch häufig so Cuvées, weil die zwei Sorten sich immer sehr ergänzen. Der eine hat meistens das der Chardonnay-Part, der hat einen Tick mehr Säure noch, der Weißburgunder ist ein Tick runder, der hat einen Tick weniger Säure. Ja. Und das sind einfach zwei Sorten, die sich halt doch irgendwie sehr, sehr gut ergänzen, weil sie vielleicht auch aus einer Familie kommen. Ja. Ja. Und der eine hat halt die Vorteile, der andere die. Und am Ende muss man halt gucken, wie passt es jetzt wirklich zusammen. Und dann wird es eigentlich ein sehr, sehr hervorragender Wein, wie wir auch jetzt im Glas haben. Ja, ich würde sagen, ich hole jetzt auch mal den nächsten Wein her. Der nächste Wein ist der Dahlheimer Grauburgunder. Aber vorher habe ich noch eine Frage an den Johannes. Wir haben ja gerade schön über den Herbst geredet. Und Johannes war ja auch den ganzen Herbst hier, wie wir auch gerade gehört haben. Und jetzt im November ging beim Johannes in Geisenheim das Studium weiter. Wieder los? Und wie ist es denn gerade so? Also ich meine, wie kann man sich denn gerade Studieren so vorstellen? Ich hole jetzt schon mal den nächsten Wein, aber... Ja, bei mir war es dieses Jahr das erste Jahr, wo ich wirklich im Herbst komplett daheim war oder auch gearbeitet habe. Davor die Jahre war ich eigentlich immer in der Ausbildung, beziehungsweise ich habe Praktikas gemacht, um einfach in andere Betriebe reinzuschnuppern, wie die es machen, auf was die Wert legen, was die im Keller machen, was die im Außenbetrieb machen, wie die Trauben reinholen. Ja, genau. Und dieses Jahr war ich das erste Jahr daheim. Habe dann auch ein paar eigene Weine übernommen. Also es wird immer mehr Weine von mir geben. Unter anderem, ich mache ja schon immer das Pettental, den Riesling und von der Hölle den weißen Burgunder. Und dieses Jahr, also in 2020, kamen halt noch mehr Weine dazu. Das ist unter anderem den Spätburgunder Dahlheim, den wir auch den Vorgänger oder den Vorvorgänger auch jetzt gleich ins Glas bekommen werden. Es ist der Frühburgunder, den ich mit zum Teil übernommen habe und die ganzen Lagen eigentlich so ein bisschen, weil also mein Hauptmerkmal war eigentlich jetzt nur, die Lagen noch zu perfektionieren. Man muss sich so vorstellen, man hat einfach, klar, man widmet sehr, sehr viel Zeit, also unnormal viel Zeit den Lagen, aber manchmal bleibt einfach nicht genug Zeit, weil jeder Tag, auch unser Tag, hat nur 24 Stunden und da ist einfach eine helfende Kraft oder eine Kraft, die noch dazu kommt, die noch mehr Auge auf diesen Wein werfen kann oder kontrollieren kann. Also es geht vom Lesezeitpunkt, dass wir es wirklich auf den Punkt lesen, dann die Pressfraktion. Wir haben sehr viel Pressfraktion gemacht und dann geht es weiter mit der Gärung und mit der Lagerung, das will alles gemacht werden und ich glaube, da haben wir einfach in 2020 nochmal mehr drauf achten können, einfach weil ich da war und uns einfach vielleicht auch nochmal verbessern können. Also
Klar, wir stehen in jungen Schuhen momentan, aber ich hoffe, das wird besser. Nein. Ja, wie es gerade in Geisel im Studium ist. Du hast gefragt. Nee. Ach, ich habe nur zugehört. So hören wir zu. Ich schaue, dass wir nicht kommen. Wir schlafen eigentlich alle jungen Winzer Geisel halt. Wie es gerade im Studium läuft. Ja, das war deine Endfrage, aber deine Anfangsfrage, wie war es im Herbst? Ja. Ja. Gut, ich habe gerade meinen nächsten Wein und schon. Ja, schon mache ich mein eigenes Ding fertig. Aber man merkt, es liegt ja nicht so am Herzen. Ja, also Geisenheim ist schon schön und so, aber also im Herbst, da machst du halt Wein, ja, und Geisenheim, ja, du lernst halt was, aber du machst halt keinen Wein. Aber jetzt die Frage, durchlaufen alle jungen Winzer Geisenheim? Ja, nein, nicht alle. Also sehr viele, gerade jetzt, sag ich jetzt mal, die in Flaschenproduktion reingehen oder einfach ihre Eltern schon da waren. Die gehen nach, also oft nach Geisenheim. Aber Lust drauf haben. Ja, aber auch, ich wollte gerade sagen, auch Leute, die jetzt einen Fassweinbetrieb haben, gehen nach Geisenheim. Also das kann man jetzt nicht so pauschal ja, sagen. Es gibt ja auch ganz viele weitere Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt ja, also klar, an sich die nur ganz normale Winzerausbildung. Ja. Man kann Wirtschafter machen, man kann Techniker machen, man kann dual studieren. Mhm. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, um diese Ausbildung zu erlangen. Aber Geisenheim ist halt eine sehr renommierte Hochschule in diesem Bereich und deswegen möchten da auch gerne viele hingehen und gerne da einen guten Abschluss machen, weil es einfach sehr anerkannt ist, also nicht nur deutschlandweit, sondern wirklich weltweit. Man kennt weltweit Geisenheim und demnach... Ja, das ist einfach, wenn man irgendwann mal nach Kalifornien will oder nach Südafrika, Australien, also da spielen Kilometer keine Rolle. Geisenheim kennt man. Geisenheim kennt man, da sagt man, ey... In der Weinbranche. In der Weinbranche, ja, natürlich. Aber dann sag mir, ey, also wenn ich irgendwo nach Kalifornien will und will da ein Praktika machen oder ich will einfach mal Hallo sagen, so nach dem Motto, einfach mal die Weine probieren, dann kann man sagen, ey, ich war in Geisenheim und dann sagen die, ja, bitte komm. Also das ist wirklich, wenn man Geisenheim abgeschlossen hat, ist es schon ein sehr, sehr hoher Titel, der einfach in der Weinbranche gang und gäbe ist und einfach bekannt ist, ja. Und das ist deswegen, also man versucht natürlich nach Geisenheim zu kommen, aber letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden, was ist der richtige Weg für mich und nicht, ja okay, Geisenheim ist gut, deswegen mache ich es. Ja. Das ist der falsche Ansatzpunkt, weil dann wird man da auch nicht glücklich. Wenn ich eine Frage stelle, müsst ihr die wiederholen. Okay. Ja, wir haben jetzt hier den 2019er Dahlheimer Grauburgunder im Glas schon eingeschenkt. Hast du mir gezeigt. Ja, zeig mal noch weiter vor. Genau, das ist der Grauburgunder. Hast du jetzt gar nicht zu Geisenheim Studium online erzählt? Nee, okay, dann frage ich das gleich nach dem Wein nochmal. Können wir gerne nach dem Wein nochmal drauf eingehen? Aber ich glaube, die Leute haben Durst. Die Leute haben Durst. Die wollen eigentlich gar nichts von mir hören, die wollen nur trinken. Gibt es ein NC für das Studium? Es wird gerade, ja, wir wiederholen jetzt die Fragen immer nochmal nicht, dass wir hier einfach mit jemandem sprechen, den ihr gar nicht hört. Die Frage war gerade, gibt es ein NC fürs Studium? Und nein, es gibt kein NC fürs Studium. Die Voraussetzung ist aber ein halbes Jahr Vorpraktikum oder halt eine abgeschlossene Ausbildung. Da hat man natürlich mehr als dieses halbe Jahr erreicht. Und ja, genau. Aber das ist auch sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Also sonst steht man wirklich irgendwann in Geisenheim. Alle Leute reden irgendwie über Wein und es gibt eigentlich kein anderes Thema. Und man steht da, also gerade wenn man jetzt nicht vom Betrieb kommt, was ja noch normal ist. Oder es gibt auch sehr viele Quereinsteiger, muss man dazu sagen. Also wirklich, bei mir im Studiengang war die Hälfte Quereinsteiger, was ich auch richtig cool fand, weil wirklich sich auch so viele Leute, die davor nicht so viel mit Wein zu tun hatten, einfach dafür interessieren. Das ist halt mega cool. Ich finde es auch cool, weil die Leute kommen mit einem ganz anderen Blickwinkel in die Branche rein. Also es bedeutet, irgendjemand sitzt in Berlin, trinkt halt ganz gerne seine 2 Gläser Wein am Abend. Und er sagt dann, oder sie sagt dann, ja geil, ich gehe nach Geisenheim und studiere das. Ja. Und die Leute gehen so verschieden an die Themen ran und sehen auch alles nochmal ganz anders, wie wenn du von einem Betrieb kommst. Und das ist halt sehr, sehr cool, einfach sich mit den Leuten dann auch auszutauschen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier mal zum Grauburgunder. Also wir hatten ja schon mal, wir hatten den ersten Grauburgunder ja schon ganz am Anfang. Das war dann der Gutswein und hier jetzt sozusagen die nächste Stufe, der Ortswein von Dahlheim. Genau, probieren wir und riech mal dran. Ja. Ich finde eine Nase, wenn man da reinriecht, das hat einfach reifere Früchte, wo der Chardonnay-Weiße Burgunder ein bisschen kühler war von der Aromatik her. Ja.
Der Dahlheimer Graue Burgunder, ein ganz Ticken mehr Holz, aber auch insgesamt ein Tick wärmer, wie man sie auch, aber auch Grauburgunder kennt. Also ein bisschen in die Richtung Honig oder auch Melone, so Früchte, die auch einfach schon so eine, die nicht reif sein, also die schon einfach so ein schöneres, reiferes Aroma oft auch haben. Aber trotzdem dann im Geschmack auch wieder dieses leicht cremische, wo den Mund einfach auskleidet, voll belegt, aber dann auch wieder eine schöne, angenehme Säure, die nicht übertrieben ist, die nicht wenig ist, die einfach sehr moderat ist, aber trotzdem in den Wein reinpasst und wichtig ist. Ja, ich finde es halt auch so ein bisschen so eine schöne leichte Nussigkeit mit drin, also so ein bisschen, ich würde sagen Mandel vor allem, aber das auch sehr schön sanft mit eingebunden, also das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen durchs Holz auf jeden Fall oder auch durch die Rebsorte. Im Holz, weil wir jetzt über Holz reden, also der Wein wurde jetzt nicht nur in Barrix ausgebaut, es sind auch Barrix mit drin, aber wir haben auch ein Stückfass mit drin. Das war auch in der Zweitbelegung, Stückfass für alle, die es nicht wissen vielleicht, das ist 1250 Liter. Das sind so die ganz alten deutschen klassischen Fässer, so die neben deutschen Keller eigentlich mal gestanden haben oder stehen sollten. Eine Frage an dieser Stelle. Kommen denn dann auch Austauschstudenten aus den USA oder Australien nach Geisenheim? Jetzt war gerade nochmal die Frage zur Wiederholung, ob auch ausländische Studenten nach Geisenheim kommen aus Australien oder von Kalifornien. Ja. Und das auf jeden Fall. Es gibt sogar einen Studiengang, das ist International Wine Business, also mein Studiengang auf Englisch sozusagen, den ich studiert habe. Und das sind dann eigentlich zu 95% ausländische Studenten. Ja. Natürlich kann man den auch auf Deutsch studieren, dann muss, also als deutsche Person studieren, nur natürlich dann alles auf Englisch. Genau, und auch als für Praktika oder für auch ein Auslandssemester kommen sehr viele Leute. Und die kommen wirklich auch von überall. Also klar, Europa, näheres Ziel, aber auch aus Asien, USA. Ja. Also ich glaube, ich habe jemanden dabei, der ist aus Kalifornien, wenn ich das alles richtig nachvollzogen habe. Aber also es kommen von der ganzen Welt, kommen einfach Leute. Können wir auch so sagen, ja. Nee, aber das ist auch schön. Sehr international und wirklich kunterbunt, also weil dann wirklich jeder seine Erfahrungen mit einfließen lässt und das ist wirklich was Schönes, was man da so erlebt. Und weil die auch nochmal ganz anders, also gerade wenn die jetzt aus Kalifornien und Australien kommen, die haben natürlich nochmal ganz anderes Klima, ganz anderes Wetter und legen auch im Wein sensorisch einen ganz anderen Fokus. Ja. Wo wir dann sagen, ja, wir hätten das aber gern so und so und wir sind sehr deutsch beziehungsweise europäisch, also wir sind so. In der Weinwelt sind wir halt schon eine alte, also wir sind die alte Welt. Ja, so sagen wir ja auch die alte Weinwelt, die neue Weinwelt. Genau, und die neue Weinwelt ist halt so ganz anders. Und wir sind hier, einfach mal ein Beispiel zu geben vielleicht, oder das Einfachste, was es gibt, hier in Deutschland oder ja, bis in Frankreich, aber in Deutschland sind wir so mit 25 Hektar sind wir ein mittelständiger Betrieb. Ja, mittel bis groß schon. Also klar, die Genossenschaft, die muss man jetzt nicht außen vor lassen. Aber wir sind ein normal mittelgroßer Betrieb. Ja, genau, mittel bis großer Betrieb. Und wenn man jetzt in die USA geht oder Australien, Neuseeland, Chile, wo es auch hingeht auf der ganzen weiten Welt oder Südafrika auch, da fängt halt ein Betrieb nicht unter 100, 200 Hektar an. Ja, da ist 25%, das gibt es gar nicht da. Genau. 25 Hektar. Das ist ein Weinberg ist bei den 25 Hektar. Ja. Die reden in ganz anderen Dimensionen. Wenn wir sagen, ja, wir haben eine 500.000 Liter Fassvolumen im Keller, da fangen die nicht an. Das ist ein Tank bei denen so ungefähr. Ja? Also das ist jetzt auch nicht, aber die Dimensionen sind ganz anders. Also wir, wie gesagt, man muss sich das wirklich mal auf die Zunge zergehen lassen. Wir sind mit 25 Hektar, sind wir mittel bis großer Betrieb und die haben mindestens 200, 300, 400, 500 Hektar immer. Ja. Wir müssen Instagram gleich Die neue Stunde fängt auf Instagram an, also auch auf Facebook, nur auf Instagram müssen wir es neu starten. Und es wird jetzt neu gestartet und gleich geht es hier auf Instagram weiter. Genau. In der Zeit können wir den Wein noch mal ein bisschen weiter probieren. Nee, wir müssen noch auf die Instagram erwarten. Ja, wir könnten mal ein Stückchen... Probieren kann man, aber wir sprechen nicht drüber. Stille Probe jetzt. Einmal jeder alle. Jeder für sich. Jeder muss sich jetzt mal in sich kehren und einfach mal probieren. Ja, schon mal ein paar Notizen im Kopf machen, was man gleich dazu sagen möchte. Genau. Und dann. Und ihr könnt es auch mal in eurem Freundeskreis jetzt machen. Jeder sagt mal einen Kommentar zu dem Wein.
Mal gucken, wie viele Leute wirklich was sagen und was... Was so rauskommt einfach. Ja. Ist immer spannend sowas. Ja, weil jeder nimmt es ja auch da wieder, also auch egal verheiratet oder nicht, jeder nimmt es ja auch anders wahr, ja. So. So, und Instagram geht jetzt auch schon wieder weiter. Jetzt dürfen wir was sagen, jetzt ist es mir erlaubt. Ja genau, man kann auch zu dem Wein sagen, dass er auf Lehmböden mit Lösanteil gewachsen ist. Okay. Ja. Genau, und wir haben ja, wie schon gesagt, unsere Böden hier im Hintergrund hängen. Und da sieht man auch, das ist hier der Boden, auf dem dieser Wein wächst, mit diesen schönen fossilreichen Sanden, also mit diesen schönen Muscheln mit drin, was natürlich auch wirklich richtig schön zu sehen ist. Genau. Weil es einfach ein sehr alter Boden auch ist. Ja. Also man muss sich vorstellen, die ganzen Böden, über die wir reden, die sind über von 100 Millionen Jahren sind die eigentlich schon entstanden. Milliarden teilweise. Ja, teilweise Milliarden. Und da haben die ihr Urprofil bekommen, wenn man das so sagen kann. Also ein Geologe wird sich jetzt umdrehen. aber das ist wirklich, man muss sich vorstellen, so ein Boden entsteht nicht so, ja okay, heute ist Lehm, heute ist Löss. Irgendwo war alles bestimmt mal ein Grundmaterial vielleicht und ist dann halt immer über Jahre auch entstanden. So, genau. Jetzt haben wir zu dem Wein auch wirklich schon ganz schön viel gesagt. Eine Frage. Wird es dieses Jahr Eiswein geben? Nein. Also wir haben jetzt nichts dafür hängen gelassen. Natürlich versuchen es vielleicht auch manche Winzer, man weiß ja nie. Achso, die Frage erstmal wiederholt. Wird es dieses Jahr Eiswein geben? Johannes hat gerade schon gesagt, nee, bei uns nicht, weil wir einfach nichts dafür hängen lassen haben. Ist halt die Sache... Wenn es nicht kälter als minus 7 Grad wird, kann man kein Eiswein lesen. Und es muss natürlich am Stück auch ein bisschen so kalt bleiben, weil die Trauben nicht nur bei minus 7 Grad gelesen werden müssen, sondern auch da auf die Kälte kommen müssen, also gepresst werden müssen. Und das ist natürlich jetzt aktuell nicht ganz so einfach, weil es jedes Jahr einfach wirklich wärmer wird und im Winter auch nicht mehr ganz so kalt ist wie sonst. Und das ist natürlich auch schon ein Risiko, wenn man die Trauben hängen lässt, weil wenn man sie nicht für Eiswein nutzen kann, wenn man es nicht klappt, wenn es nicht so kalt wird, muss man sie trotzdem ernten, erntet sie auf dem Boden, sodass der Stock sich dann regenerieren kann. Aber man hat natürlich nichts mit diesen Trauben angefangen. Aber vielleicht auch interessant an der Stelle zu sagen, warum wir nichts hängen lassen für Eiswein. Das ist einfach, weil wir ein sehr, sehr frühes Jahr hatten. Ein frühes Jahr wie lang nicht mehr, also wie noch nie vielleicht. Selbst in 2018 haben wir nicht früher angefangen wie dieses Jahr. Also dieses Jahr 2020 ist das früheste Jahr, das wir jemals hatten. Und der Punkt ist einfach, irgendwann stößt die Rebe die Blätter ab und dann werden die Trauben, die werden so ein bisschen lapperig. Also die Haut, die wird wie bei älteren Menschen einfach. Und das ist einfach irgendwann nicht mehr so appetitlich. Also das schmeckt einfach wie alt gewordenes Obst. Und so muss man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wie alt gewordenes Obst. Und das wird irgendwann auch nicht mehr besser. Und irgendwann fängt es halt auch an zu faulen, weil es regnet ja immer wieder drüber, es ist nass, es ist feucht. Und dann können sich Schimmelpilze entwickeln. Und irgendwann ist einfach die Qualität selbst für Eiswein nicht mehr gegeben, weil man will ja trotzdem gesunde Trauben haben. Auch bei Eiswein will man gesunde Trauben haben. Klar, die haben mal hier ein bisschen Botrytis, also Edelfäule würde man dazu auch nennen dann. Aber die müssen trotzdem irgendwie gesund sein oder gut schmecken. Und wenn der Zeitraum zwischen der eigentlichen Lese und es wird irgendwann vielleicht mal kalt zu lang ist, dann sagen wir halt lieber, nee, wir machen es nicht, wir warten auf ein Jahr, wo wir einfach einen späten Herbst haben, wo die Trauben sowieso lange gesund geblieben sind und dann ist der Zeitraum zwischen Ernte und Eisweinernte einfach nicht so groß. Ja, das auf jeden Fall. Dann haben wir einfach eine bessere Qualität letztendlich im Wein oder im Glas dann auch. Ja, apropos jetzt hier, wir haben ja gerade schon über die Zeit jetzt gesprochen, dass natürlich es irgendwann so kalt werden könnte, man weiß es natürlich nie, aber was machen wir denn aktuell eigentlich bei uns in den Weinbergen, was wird da aktuell gemacht und was wird auch aktuell im Keller gemacht, also wie sieht es denn da gerade aus? Ja, also im Weinberg, wir sind am Anfang vom Schneiden, also das alte Rebholz wird weggeschnitten bis auf eine Rute, wo dann nächstes Jahr wieder der neue Wein dran wächst, die neuen
Fruchtruten. Und da sind auch zum Teil schon rausgezogen, also sind relativ weit schon in dem Punkt im Keller. Das kann man aber auch erst machen, wenn die ganzen Blätter von den Rebstöcken abgefallen sind, sodass die Rebstöcke sich regenerieren können und dann macht man das auch. Dass auch die ganzen Nährstoffe von den Blättern einfach wieder zurück in die Rebe gezogen ist. Auch wie bei jedem anderen Baum, den es auf der Welt gibt, auch so. Und im Keller sind wir parallel einfach schon am Filtrieren, am Vorbereiten für die ersten Abfüllungen. Ja, da muss man... Dass ihr die neuen Weine, die 220er, genießen könnt. Da haben wir ja schon unseren Sauvignon Blanc jetzt gefüllt vor ein, zwei Wochen, was natürlich ganz spannend ist. Der war einfach schon so früh fertig mit der Gärung, war früh geerntet worden. Und ist natürlich jetzt wirklich ein richtig toller, knackiger, frischiger Sauvignon Blanc. Und sehr, sehr fruchtig auch, also so wie man sich es eigentlich vorstellt und wünscht. Genau. Und der ist jetzt vor zwei Wochen auf die Flasche gekommen. Ihr könnt ihn leider bei uns jetzt nicht probieren, wie wir gesagt haben, aber ihr könnt ihn euch nach Hause bestellen oder mitnehmen. Und dann probiert er einfach schon mal die ersten 2020er und macht schon den ersten Jungweinprobe und sozusagen. Die nächsten 2020er werden dann, kommen dann Anfang nächstes Jahres oder Frühjahr nächstes Jahres. Die Lagenweine natürlich dann ein bisschen später, aber immer, wir geben dem Wein immer die Zeit, die der Wein auch braucht. Genau. Kann man im Grauburgunder auch einige Zeit lagern und gibt es Lagerungsvoraussetzungen? Was? Wiederholen? Ah, stimmt. Also die Frage war gerade, ob man den Grauburgunder auch einige Zeit lagern kann und ob es da irgendwelche Voraussetzungen gibt, wie man ihn am besten lagert. Genau, und ich würde sagen, der Grauburgunder, den kann man auf jeden Fall schon ein bisschen lagern, aber es ist nicht der Wein, den man dann 10 Jahre liegen lassen sollte, weil es immer noch im Ortsweinbereich ist zum einen und da ist es auch wirklich schön, so einen Wein auch frischer zu trinken. Ich denke, in ein paar Jahren schmeckt er immer noch gut, in 2-3 Jahren. Aber er reift natürlich. Man muss das natürlich dem Wein, der verändert sich. Er wird noch ein bisschen weicher, noch ein bisschen runder. Aber nichtsdestotrotz finde ich, Stand jetzt ist er super frisch und spritzig. Ja. Also, wenn ihr sagt, ey, wir probieren es nächstes Jahr nochmal, sage ich kein Ding. Also, absolut, das hat der Wein auf jeden Fall, weil der so viel Kraft, so viel Potenzial einfach schon im Ortswein besitzt. Würde ich jetzt sagen, die nächsten 1-2 Jahre sollten auf jeden Fall kein Problem werden. Man muss halt muss einfach wissen, es schmeckt einfach ein bisschen gereifter. Ja. Also es wird ein Tick cremischer, ein bisschen runder. Aber wenn man das sowieso will, wenn man das sowieso ein bisschen sucht, wenn jemand sagt, oh, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu kantig, dann lass es liegen. Lass es liegen und probier das in einem halben Jahr nochmal. Das ist ein ganz anderer Wein nochmal. Also das ist ja das Schöne an Weinen. Weil das einfach reift, weil das ist... Es wird nicht schlecht, also man kann nicht sagen, okay, in 3 Jahren schmeckt er gar nicht mehr, es schmeckt einfach anders. Es ist einfach, wirklich, Wein ist kein Produkt, was ablaufen kann. Da steht auch kein Ablaufdatum drauf, weil einfach Alkohol auch mit drin ist. Das ist natürlich auch, ist einfach so und es schmeckt einfach, ist einfach sehr spannend, wie sich so ein Wein entwickelt. Ja, und das ist auch sehr, sehr spannend. Deswegen probiert es einfach aus, legt mal was hin, probiert es nochmal ein Jahr oder zwei. Und dann werdet ihr vielleicht überglücklich damit mit diesem Wein. Ja. Warum hat der Grauburgunder keinen Korken? Die Frage war, warum hat der Grauburgunder eigentlich keinen Korken? Und wir haben bei uns im Weißweinbereich Guts- und Ortswein eigentlich gar keinen, also in keinem Weißwein einen Korken drin. Rotwein im Ortsweinbereich kommen wir später ja auch noch zu Zweien, da haben wir einen Korken drin. In Lagenwein haben wir mittlerweile bei fast allen Lagenweinen Korken mit dabei. Ist auch so ein bisschen so eine Philosophiefrage, würde ich sagen, einfach. Es gibt Vor- und Nachteile für den Korken. Ja. Also das Problem ist halt an Korken immer, man kann halt einen Korkgeschmack bekommen. Der Vorteil ist, man hat halt wie so eine Art Zeremonie oder so ein Pistazienessen oder sowas, weil... Ein Korken, man braucht einfach einen Tick länger Zeit, um die Flasche aufzumachen. Das ist halt so was sehr Traditionelles auch irgendwo, wo man natürlich auch jeder guckt auf die Flasche und hofft, dass sie jetzt gleich auf ist. Aber es ist wie beim Pistazienessen, weil so Erdnüsse, die schon geschält sind oder sowas, da greift man halt meistens mit der vollen Hand rein und kann sie halt essen. Beim Korken ist es halt so, man braucht Zeit
Oder bei den Pistazien mit der Schale, man braucht Zeit, weil man einfach die Pistazie knacken muss. Und dann kann man eine Pistazie essen und nicht fünf auf einmal. Und das ist halt sowas sehr, also was so Zeitvertreibendes auch irgendwie, ja, würde ich das so sehen. Also hat der Korken eigentlich keinen geschmacklichen Vorteil? Er kann ein bisschen besser atmen, der Korken meistens. Also wenn es Naturkorken ist, muss natürlich auch, es gibt natürlich auch die Plastikkorken, die wir bei uns jetzt nicht verwenden, aber die gibt es natürlich in großen Genossenschaften immer mehr. Dann kann der Wein nicht atmen, aber bei einem Naturkorken dann, ja. Kann einfach besser atmen. Ja. Und wir machen es halt auf Lagenweine drauf, weil Lagenweine bei uns schon dafür gemacht sind oder auch geeignet sind, um länger zu lagern, um länger zu liegen. Also da sprechen wir nicht über 2 oder 3 Jahre oder 1 oder 2 Jahre, sondern wirklich über 5 bis 10, auch gerne 20 Jahre mal was. Ja. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr schönen Riesling vom Sackträger und der ist jetzt von 2004 und den haben wir letztens probiert mit der Familie nochmal, weil noch ein paar Flaschen da sind und das ist ein hervorragender Wein, das macht einfach Spaß, das ist einfach jetzt so, okay, das ist Wein. Also dann redet man über Wein und das macht halt viel Spaß, aber sowas braucht dann halt auch einen anderen Verschluss einfach. Ja. Einfach wenn es dann über irgendeine Zeit drüber geht zum Reifen. Und die Weine, die wir jetzt einfach so trinken in 2, 3 Jahren, die... Das ist der Unterschied zwischen Kork, Nicht-Kork, einfach nicht ganz schmeckbar. So groß. Nicht schmeckbar, genau. Einfach. Ja, genau. Muss man auch so sagen. So. Franzi, was machst du momentan eigentlich beruflich? Was ich beruflich mache? Bei dir hat sich ja auch im Gegensatz vor einem halben Jahr, ein bisschen was geändert. Das stimmt. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich vor, wir haben es rausgefunden, 1,5 Jahren meinen Abschluss in Geiselheim gemacht habe. Danach habe ich bei einer Exportfirma angefangen zu arbeiten, also Weinexport, was auch sehr spannend war, was auch wirklich eine richtig coole Erfahrung war. Das ging jetzt 1 Jahr lang und das Jahr ist jetzt auch schon wieder vorbei. Und jetzt bin ich seit 2 Wochen offiziell hier im Weingut angestellt sozusagen. Also ich habe hier offiziell angefangen und bin hier aktuell voll mit dabei und unterstütze hier, soweit ich kann. Und es macht richtig Spaß. Also wenn ihr Franzis Stimme öfters hören wollt... Ruft mich an. Ruft einfach an. Ich gehe gerne ans Telefon hier. Ja, aber sollen wir eine kurze Pause machen nach den 3 Weinen? Nee, keine Zeit für eine Pause. Keine Zeit für eine Pause? Wir können den nächsten Wein holen, einfach ein bisschen das langsamer... Dabei kannst du nochmal erklären, was bei euch orts gut zum Lagen wird. Genau, Johannes kann gerne den nächsten Wein holen, dann hol ich schon mal, erklär das schon mal. Ja. Genau, der nächste Wein ist der Niersteiner Weißer Burgunder vom Kalkstein. Könnt ihr gerne alle holen. Ich kann gerne nochmal den Unterschied zwischen Guts-, Orts- und Lagenwein erklären. Also wir hatten den ersten Wein, das war ja ein Gutswein. Das war der Wein mit dem weißen Etikett in der Bronzeschrift. Dann war der zweite Wein ein Ortswein. Das war jetzt hier das graue Etikett mit der Silberschrift. Die ganzen weiteren Weine, die folgen, die sind auch alle Ortsweine. Und wie gesagt, Lagenweine, schwarzes Etikett mit goldener Schrift. Das ist einfach so, das kann man sich vorstellen wie so eine Pyramide, sage ich mal so. Die, und man sagt auch Pyramide von den verschiedenen Ebenen, die Qualitätspyramide. Die erste Schicht ist die Gutsweinschicht, das ist so die Basis des Weinguts, das, was man wirklich auch jeden Tag trinken kann. Die perfekten, frischen, spritzigen Weine, die einfach die Basis des Weinguts bilden, was natürlich auch super wichtig ist. Dann kommen die Ortsweine, die sind dann die nächste Stufe schon. Das ist dann schon ein bisschen intensiver. Wir haben es ja auch voll rausgeschmeckt. Das ist einfach noch ein bisschen mehr Aroma mit drin. Auch wirklich sind es tolle Essensbegleiter. Und dann die Spitze von der ganzen Pyramide sind dann die Lagenweine. Das sind dann die Filetstücke eines Weinguts, was dann wirklich von den ganz besonderen Lagen, also die Weine von den ganz besonderen Lagen und die sind wirklich einfach die Der Wein. Boden ist einfach sehr gut und damit halt auch die Qualität im Wein selbst. Das ist dann immer zu 100% handgelesen. Das sind einfach über den Boden hinweg sind es einfach sehr, sehr gute Weine, die sich auch lagern oder halten sollen, die eine lange Lebigkeit haben, die auch wesentlich später auf den Markt kommen. Also die jetzigen Lagenweine, die lagen fast alle oder sogar länger fast über, also fast 1 Jahr oder über 1 Jahr
also 12 Monate auf der Fein- und der Vollhefe und wurden dann erst gefüllt. Das sind natürlich alles so Kriterien, die einfach für den Wein stehen und den Wein auch ein bisschen besser machen nochmal. Ja. Ja. Genau, und jetzt kommen wir zum nächsten Ortswein, zum weißen Burgunder von Nierstein, vom Kalkstein. Genau, können wir alle einmal dran riechen, auch einmal probieren. Ja, von diesen Weinen sind auch ca. 60%, 50% im Barrique und Tonneau ausgebaut worden, 40% dann im Edelstahltank. Das hört sich jetzt dann erstmal viel an, aber es schmeckt man, finde ich, jetzt gar nicht so extrem raus. Er ist zwar noch recht kühl, das dauert natürlich auch ein bisschen, bis es rauskommt, aber es ist einfach so schön eingebunden, dass es einfach richtig harmonisch wirkt. Ja. Der Wein, finde ich, wirkt auch jetzt nochmal so ganz anders frisch. Ja. Und das ist einfach so durch die Frucht, weil er eine ganz andere Frucht hat wie die zwei Weine vorher. Ja. Das ist eine richtig kühle Frucht einfach, finde ich, so Geschmack, also wenn man reinriecht. Ja. Und der hat wirklich so eine richtig tolle Mineralität. Also hier, finde ich, riecht man und schmeckt man die Mineralität einfach richtig gut raus. Was man auch, also es kommt dann auch vom Boden, diese Mineralität, vom Kalkstein, wo der Wein drauf wächst. Und ja, das hat im Geruch, finde ich, schon ganz extrem. Und auf der Zunge dann nochmal. Und wirklich diese schöne, saftige Frucht von Pfirsich, von Ananas. Und ja, ist einer meiner Lieblingsweine. Ich schwärme mich auch deswegen so. Aber wirklich ein richtig toller Wein. Wo ich dann halt auch, viele fragen sich ja immer so, ja, was heißt eigentlich Mineralität? Oder was macht Mineralität aus? Und ich finde jetzt, gerade bei dem Wein, man hat auf der Zunge so ein bisschen was Raues, so ein bisschen... Wie so, ich vergleiche es immer sehr wie Kreide, aber man könnte es, glaube ich, auch so, wie Staub, ja, so ein bisschen. Ja, so eine leichte Salzigkeit, genau, auch, genau. So ein bisschen. Und dann so eine Staubigkeit, was Raues, was aber wieder belebt wird danach, durch eine Frucht, durch eine Saftigkeit. Ja. Und dann dieser Salz ganz hinten, das ist so, für mich ist es immer so, wenn man so sehr schmatzen muss. So dieses, es kommt halt sehr viel Wasser, es wird eigentlich schwer zu reden. Das ist Salzigkeit, also man muss sich das wirklich wortwörtlich so vorstellen, wie man einen Finger kurz ableckt und Salz rein und wieder ableckt. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und dann kriegt man ja auch sehr viel Wasser in den Mund, einfach, ja, weil es so ist, weil es so salzig ist. Ja. Da kam gerade eine Frage rein. Also die Leute hätten gerne ein Schwenktutorial, weil ihr das immer so schön macht. Also vielleicht mal zur zweiten Frage zuerst, ist der... Wiederholen. Ja, zweite Frage zuerst, ist der Ertrag pro Hektar unterschiedlich? Ja, ist er. Also wir ernten in den Lagen wesentlich weniger wie in den Ortsweinparzellen und in den Gutsweinparzellen ernten wir noch einen Tick mehr, was trotzdem nicht viel ist. Und wir kommen, selbst in den Gutsweinparzellen kommen wir nicht an das Kontingent ran. Also... Wir sind in Gutswein ungefähr so bei 80, 85 Hektoliter. Beim Ortswein kommen wir von 65 sowas, einen Tick aufwärts vielleicht, aber nicht viel. Und bei den Lagenweinen sind es 54 Hektoliter pro Hektar. Und das oder auch weniger, guck mal, bei meistens, Hölle und Pettental war es deutlich weniger. Genau, Hölle und Pettental haben wir nochmal deutlich weniger. Also wenn ich jetzt gerade mal von 2020 reden kann, da haben wir ungefähr 25 Hektoliter geholt. Das ist ja nochmal die Hälfte von dem, was du gerade gesagt hast. Also wir ernten ein Viertel von dem, was wir hätten dürfen. Und das ist halt schon schön, weil es halt eine gewisse Qualität mitbringt, weil es Kraft mitbringt und weil wir das auch so brauchen. Und weil wir es auch so wollen. Wir tun ja diese Qualitätsmaßnahmen auch deswegen durchführen, also die Ertragreduzierung vorneweg, das Ausbrechen, das Ausdünnen. Genau. Genau. Wenn man als Deutscher nachdenkt, ernten man nur ein Viertel. Was trotzdem wenig ist, aber ja. Ja, und die nächste Frage, ein Schwenktutorial, das kann Johannes gerne mal vorführen. Step 1 ist, das Glas in die Hand nehmen. Nee, Step 1, ja okay, schon in die Hand nehmen, aber meine Grundregel ist einfach viel Wein zu trinken. Okay, das ist Step 2 dann. Nee, ist wirklich, also viel Wein trinken und dann läuft es von ganz allein. Aber Step 1, wenn man so fragt. Ich schwenke auch andersrum als Johannes, also das ist auch so eine Sache. Genau. Dass ich mache es eigentlich falsch rum. Nee, also es gibt ja keine richtig oder falsch rum. Die meisten sind andersrum so gepolt. Ja. Und ich schwenke auch so rum. Also mit dem Uhrzeigersinn, also mache ich es, Johannes. Ihr seht es ja nicht, die Franzi schwenkt
mit dem Uhrzeigersinn und ich schwenke gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Und das ist so der erste Grundunterschied. Ja. Aber also für alle, die es wirklich gar nicht können, und ich rede jetzt mal wirklich von nicht, ich würde mir, also was auf jeden Fall hilft, ist natürlich ein gutes Glas. Einfach ein Glas, das schön geformt ist, wo es einfach einfach macht, das zu schwenken. Der zweite Schritt ist, wenn der Wein drin ist und ihr könnt es wirklich gar nicht, dann fangt halt einfach auf dem Tisch an. Ja, das stimmt. Also einfach so ein bisschen da große Kreise, mit großen Kreisen anfangen, immer kleiner werden und wenn ihr wirklich eigentlich nur euch auf der Stelle bewegt, so wie ich jetzt ungefähr, dann seid ihr bereit, das im freien Fall zu machen. Und dann muss man es halt einfach wirklich üben und dann hilft wirklich nur noch Wein trinken und Wein schwenken. Man kann es auch mit Wasser üben. Ja, das wäre zu schade. Das muss jetzt nicht sein. Also. Nee, das macht ja auch keinen Spaß. Ja, ich meine, nur schwenken macht ja auch keinen Spaß, nee. Wenn wir ja ein Schlückchen probieren. Genau. Also da muss man wirklich viel Wein trinken, viel Wein probieren. Und bei mir ist es irgendwie auch, ich merke das mittlerweile gar nicht mehr. Ich erzähle immer so und das passiert halt einfach, weil das so drin ist. Eine beruhigende Maßnahme, genau. Ein bisschen Meditation zwischendurch. Aber mein Ziel ist es momentan, das klappt ganz gut so, also es lässt sich sehen, mein Ziel ist es, quer zu schwenken. Ich bin noch nicht ganz dran, es fliegt auch ein bisschen was immer raus. Probieren es lieber nicht. Vielleicht, wenn wir uns nochmal ein paar Wochen, Jahre, Jahrzehnten sehen, kann es vielleicht auch quer. Eine Frage, die ich nicht verstehe. Die Salzigkeit unterstützt ein bisschen die Astringenz. Erstmal erklären, was es ist und dann warum. Also könnt ihr das was erzählen? Wie holt es? Also die Frage war gerade, unterstützt die Salzigkeit auch so ein bisschen die Astringenz? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also sag mal, was ist es? Also Astringenz ist einfach das Austrocknen des Mundes. Ja. Also dieses Wasserziehende. Und dann, ich finde aber auch immer im gleichen Maßen, wenn ein Wein das tut und das im positiven Bereich tut, gibt er mir sehr viel Wasser danach. Und das verstehe ich eigentlich unter Salzigkeit. Weil wenn man Salz in den Mund nimmt, ist es ja auch erstmal wasserziehend und dann gibt es sehr viel Wasser, sehr viel Spucke, weil der Körper merkt, okay, da ist irgendwas. So, es muss sich wieder ausgleichen. Das ist ein Konzentrationsgefälle, wo mir nicht gefällt. Aber mein Gehirn halt schon. Irgendwo in gewissen, also mein Geschmackszentren, sag ich mal, gefällt es. Und das ist halt erstmal Wasser ziehen und dann wieder saftgebend. Und das würde ich einfach auch als Salzigkeit bezeichnen. Deswegen unterstützt es natürlich das Salzigkeit oder die Salzigkeit. Ja, genau. Ja. Doch, auf jeden Fall. Ja, und apropos, also ja, wir haben jetzt viel probiert, aber wir haben ja auch einiges Neues im Weingut. Zum einen haben wir schon über Hölle und Pettental geredet, also unsere gesamten Lagenweine von 2019 sind jetzt gefüllt, sind auf der Flasche. Ja. Das Pettental, Riesling und Hölle, Weiße Burgunder waren so die letzten Lagenweine und jetzt kann alles erworben werden sozusagen. Ja. Nee, was man sagen muss, also vielleicht erstmal jetzt zur Hölle, den Weißen Burgunder. Das war ja eigentlich schon ab März ausgetrunken. Leider, zum Glück, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Und das haben wir jetzt, das war ein halbes Jahr ausverkauft. Und jetzt haben wir nach 12 Monaten auf der Vollhefe wurde der Weißburgunder wieder abgefüllt. Bedeutet, man kann jetzt wieder Weißen Burgunder kaufen. Und ich hoffe natürlich auch im Dezember wieder probieren. Und es ist ein sehr, sehr spannender Wein, weil es auch nach wie vor so jung ist. Also wir reden jetzt hier beim Weißburgunder Ortswein, den wir jetzt haben, reden wir über ein halbes Jahr Hefelager ungefähr. Und der Lagenwein war jetzt 12 Monate auf der Vollhefe und ist einfach geschmacklich halt noch eine ganz, ganz andere Nummer. Ist halt noch viel intensiver, trotzdem noch eleganter, vielseitiger. Also es macht wirklich großen Spaß, sowas zu probieren. Auf der anderen Seite das Pettental wurde jetzt auch da mitgefüllt. Das war ein halbes Jahr auf der Vollhefe, ein halbes Jahr auf der Feinhefe und hat einfach auch sehr, sehr viel Kraft. Und die ganzen Weinführer, egal bei welchen zwei Weinen das war, hat halt eigentlich auch beide Sachen sehr, sehr hoch bepunktet und sehr positiv drüber geschrieben. Und es freut natürlich auch uns immer, weil aber uns freut es auch immer, wenn jeder Kunde, der hier reinkommt, sagt, ja, das ist großartig und dann das ist irgendwie so
eine Art Anerkennung. Ja. Auch, also jede Meinung ist natürlich da herzlich willkommen und zählt da auch für nur uns. Nur positive. Ja, genau. Ja, aber und nicht nur das ist neu. Ich habe hier so ein paar Fläschchen schon hergestellt. Die Leute, die unsere letzten Online-Weinproben verfolgt haben oder auch mal hier vor Ort bei uns im Weingut waren, die haben ja schon mitbekommen, dass wir unsere Sektausstattungen angepasst haben oder auch geändert haben. Zeige ich mal ganz kurz hier in die Kamera. Sieht man's? Ja, genau. Also wir sind sehr zufrieden damit. Also gefällt auch. Wir sind übermäßig glücklich damit. Übermäßig glücklich damit. Uns gefällt es wirklich sehr gut. Wir trinken dadurch doppelt so viel Sekt bei uns hier allein zu Hause und ich hoffe, ihr zu Hause auch. Wir haben aber nicht nur unsere Sektetiketten angepasst, sondern auch unsere Sekko-Etiketten. Wer unsere alten Etiketten kennt, der sieht auf jeden Fall da einen deutlichen Unterschied. Ich versuche es nochmal zu zeigen. Und man kann mit diesem Etikett auch eine Sekko-Flasche trinken von uns und brauchst nicht zu schämen. Ja, genau. Also wir sind wirklich auch sehr zufrieden mit unseren Sekko-Etiketten, weil es sind einfach von der Qualität so tolle, spritzige Sekkos, die einfach, wenn man auch mal abends einfach auf der Couch mal was Sprigelndes mag und jetzt nicht gleich einen teureren Sekt aufmachen möchte, ist es wirklich optimal dafür. Und im Hawaii-Style. Also es sagen viele Hawaii-Style, aber wenn man das einmal so anschaut, man sieht hier die Ranken bei uns im Sektetikett und diese Ranken von unserem Wappen, die hier rauskommen, aus dem ursprünglichen Wappen, sind einfach hier in ganz groß abgebildet und demnach hat es alles so eine Verbindung und ist nicht so ganz willkürlich dahergezogen, sondern... Also wir sind nicht auf Hawaii auf einmal gelandet. Nee. Das sind einfach die Blätter, die einfach in dem Ursprungsetikett von 1625 drin sind. Die haben wir einfach jetzt auch aufs Sekko-Etikett gebracht. Genau. Und das ist einfach auf eine sehr moderne Art und Weise. Das ist jetzt nicht so, weil Sekko ist doch was sehr junglebiges, wo einfach auch sehr einfach getrunken werden soll und einfach Spaß machen soll. Und das einfach auch ein schönes Motiv. Und wir haben das gesehen, den ersten Entwurf, und wir waren einfach alle in der ganzen Familie so, ja super, geil. Genau, am Anfang war es grün und rot noch im Spiel, also dass es alles ein bisschen bunter wird, aber wir haben uns doch für das Elegantere entschieden. Und hier auch überall mit den rosé-goldenen Akzenten sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Ja, doch. Hol ich. Eine Frage, wer ist von euch für die Linie im Weingut verantwortlich? Dein Papa oder dein Bruder? Welche Rolle spielt da wer? Also die Frage war, wer bei uns in der Produktion oder allgemein, das war jetzt nicht ganz erkenntlich, wer aber für die Linien bei uns im Weingut zuständig ist, allgemein mal gesagt. Also nicht vom Aussehen, vom Geschmack. Trotzdem, egal ob vom Aussehen oder vom Geschmack, würde ich schon sagen, dass wir alle vier einen sehr, sehr großen Anteil daran nehmen, weil wir einfach viel zusammen probieren. Auch die Cuvées, die werden nie allein entschieden. Da wird eigentlich immer probiert und jeder kann mal eine Meinung zu dem Wein, zu den verschiedenen Cuvées sagen. Man hat ja immer so ein paar, also man muss sich so vorstellen, bevor abgefüllt wird oder ein Cuvée, also meistens hat man 3-4 Tanks, das ist alles Dahlheim Grau Burgunder oder das ist alles Nierstein Weiß Burgunder und dann hat man 3-4 Tanks und die werden irgendwie zusammen wieder zurückverschnitten. Die kommen zwar oft aus einem Weinberg oder aus einem Ort, aber es sind verschiedene Partien einfach. Und da probieren wir alle zusammen und jeder darf mal sagen, was er findet. Und letztendlich wird dann zusammen entschieden. Oder wir versuchen das auch so zu handhaben. Und was passiert ist halt, dass wir nicht den Geschmack von einem erwischen oder haben. Wir haben einfach einen Geschmack von uns Vieren so ein bisschen. Der eine sagt immer so, ja, ich hätte ein bisschen mehr säurehaltiger, das sind meistens ich. Der andere hätte es einen Tick süßer, der andere hätte es... Also es ist sehr verschieden, ja. Und der eine hält es ein bisschen kraftvoller, der andere hält es ein bisschen weicher, ein bisschen filigraner. Und da gehen einfach so die Wege auseinander. Auch bei uns sind die Geschmäcker nicht gleich. Aber das, was wir haben, ist einfach am Ende ein sehr, sehr cooles Produkt, wo einfach vollkommener ist, weil jeder irgendwie eine Meinung mit reinwirft.
Und da passiert halt sehr, sehr viel, auch in der Qualitätsfindung nochmal ganz am Ende, so den letzten Schliff zu geben, weil jetzt nur mein Geschmack, wenn jetzt Ware, das kann keiner trinken, nur jetzt einen anderen Geschmack, könnte auch keiner trinken. So jetzt im Cuvée von uns vier, sag ich jetzt mal, klappt es ganz gut. Sehr schön gesagt. Ja, ich habe in der Zeit gerade schon mal unseren ersten Rotwein geholt, unseren 2017er Frühburgunder von Dahlheim. Wir haben ihn jetzt ja schon vorher aufgemacht, haben wir euch ja auch empfohlen. Genau, und deswegen schenke ich direkt mal ein. Vielen Dank. Genau, und dann hatte ich noch eine Frage an den Johannes. Oh. Also, es ist ja so, dass du jetzt schon erwähnt hattest, Herbst war ziemlich stressig, dann Studium ging auch weiter, hast zwar nicht ganz so viel zu erzählt, aber es ging weiter. Und wenn man sich mal so das Jahr von einem Winzer betrachtet, sieht man schon klar, okay, Januar ist so eine Zeit, wo man kurz durchatmen kann und dann nochmal ganz kurz vom Herbst. Ja. Hast du irgendwelche Pläne für Januar oder wie sieht es da bei dir aus? Mal durchatmen oder hast du andere Projekte, die anstehen? Leider kann ich nicht zu viel durchatmen. Klar, ich werde mir auf jeden Fall mal ein paar Tage frei nehmen, weil es war ein langes Jahr mit vielen Stunden. Aber ich werde mir kurz Zeit nehmen, ich darf mir aber nicht zu lange Zeit nehmen, weil ich ja immer noch studiere und bei mir fangen Ende Januar, Februar, fangen bei mir wieder die Klausuren an und da gilt es sich natürlich auch ein bisschen vorzubereiten. Und ja, aber ich denke 2-3 Tage und dann geht's weiter. Genau. Okay, super. Ja, dann können wir auch direkt schon zu Wein kommen. Das war schon meine Frage zum Frühburgunder. Haben hoffentlich mittlerweile alle im Glas. Ja, ich finde, es hat einfach schon, wenn man es so über ein weißes Blatt Papier hält, es hat einfach schon eine sehr, sehr schöne Farbe. Das stimmt auf jeden Fall. Es hat ein schönes Rot, wo einfach frisch und einfach schon lecker aussieht. Ja. Also das muss man einfach so sagen. Ich finde, gerade bei Rotwein, so die Farbe ist halt schon sehr entscheidend. Auch, auf jeden Fall der erste Eindruck. Der erste Eindruck, ja. Ja, in der Nase hat man sowas sehr Kräutriges, ich finde mal so ein bisschen wild, oder was so sehr nicht gerade fruchtig ist. Man hat zwar sehr viel in der Nase, aber es ist keine definierte Frucht, finde ich. Ja, ein bisschen würzig auf jeden Fall, so ein bisschen kräftiger, ausdrucksstärker, aber trotzdem auf der anderen Seite so einen schönen, weichen, so ein bisschen samtigen Charakter. Mhm. Also auf der Zunge merkt man dieses schöne Samtige auf jeden Fall auch. Und der ist ja jetzt auch wie der Dahlheimer Grauburgunder, den wir vorhin im Glas hatten, auf den gleichen Böden gewachsen, also auf Lehmböden mit Lösanteil und den schönen fossilreichen Sanden, die ich so toll finde. Und ja, genau. Ja, für mich ist Frühburgunder eigentlich immer, also für mich persönlich jetzt mal gesehen, das Einzige, was man wirklich richtig 100% immer richtig machen kann, ohne drüber nachzudenken, ist Reh. So ein gutes Reh, das war schon immer bei mir, ein Frühburgunder passt sehr, sehr gut zum Reh, wie kein anderer Wein. Weil Reh hat auch immer so was Wildes, was Würziges doch, was aber nicht stinkig ist oder sowas. Also was sehr Feines das auch stimmt. Irgendwo. Und das hat auch der Frühburgunder, weil er hat sehr viel Würze, er hat sehr viel Komplexität in der Nase, wo man so erst gar nicht so weiß, was ist das jetzt. Was man aber auch sagen kann, so zwei Rotweine, also unsere zwei Rotweine kann man auch immer super schön zu schönen Nachtischen essen. Also wenn die so ein bisschen in die schokoladische Richtung oder auch in die Kaffee-Richtung gehen, dann ist sowas auch mal ganz Feines. Ja, ja, aber ich bin ja natürlich nicht der süße Typ. Ich meine, aber trotzdem, das passt halt einfach richtig gut. Ja. Und, ja, genau, der ist jetzt auch zum Ausbau, ist ja auch ganz spannend. Der hat jetzt wurde auf der Maische vergoren und hat dann auch noch ein bisschen länger in den Holzfässern, in den großen Holzfässern gelegen. Wie lange war das? 24 Monate oder bin ich? Ja. Ja, 24 Monate. Ich meine, 2017, da ist ja jetzt auch was anderes als die ganzen Weißweine, weil er einfach ein bisschen länger gereift hat. Und das tut dem Wein auch einfach super gut. Ja, was es auch braucht, weil wir müssen jetzt mal überlegen, es geht auf der Maische, es hat viel mehr Tannineindruck, viel mehr Gerbstoffe, eine ganz andere Intensität, weil alles aus der Schale rausgesogen wird. Und
Dann braucht es einfach diese 24 Monate im Kosenholzfass, in Barriques, in Tonneaus, wo einfach die ganzen Gerbstoffe, Tannine ein bisschen rund werden, weil das, ich meine, das ist immer noch sehr frisch. Das ist ja jetzt. Ja, klar. Also man muss ja jetzt überlegen, das wurde vor über drei Jahren geerntet, knapp über 3 Jahren. Und ist trotzdem noch so frisch und eigentlich will man es nur mal liegen lassen. Ja. Kann man aber auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall, super. Ja. Und es macht zwar sehr viel Spaß jetzt schon, ja. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es jetzt auch nochmal im halben Jahr, Jahr nochmal wesentlich besser nochmal ist, ja. Ja. Weil es doch so ein bisschen aneckt tut so leicht. Ja. Aber auf einer positiven Art und Weise, weil man merkt, okay, das ist Qualität, ja. Das ist kein ekelhaftes Anecken oder sonst was, das ist ein sehr angenehmes Anecken, ja. Würde ich sagen. Ja? Was sind hier die wesentlichen Faktoren zur Entstehung der Kräuternote? Da würde ich sagen einfach... Frage wieder mal. Das hast du mal. Okay, was sind die wesentlichen Faktoren zur Entstehung dieser Kräuternoten, wurde gefragt. Ich glaube, die wesentliche oder der Hauptfaktor ist einfach die Sorte. Ja, Rebsorte auf jeden Fall. Weil das Frühburgunder, das ist sehr klassisch Frühburgunder. Das ist immer sehr würzig, weil es auch einfach sehr früh im Jahr geerntet wird. Ja. Also ich meine, wir lesen Sektgrundwein und dann geht es ab an den Frühburgunder. Frühburgunder ist das Erste, was wirklich am Wein gelesen wird. Und daher kommt dann diese Knackigkeit, dieses Würzige und das kommt diese auch Frische durch auch. Diese Frische auch durch die frühe Ernte auf jeden Fall. Genau. Und da entsteht oder bildet einfach die Sorte Frühburgunder sehr würzige Aromastoffe. Und das ist, ich würde fast schon sagen, eigentlich ausschließlich über die Rebsorte. Wenn wir gleich den Spätburgunder probieren, der ist nämlich auf dem gleichen Boden gewachsen, wurde ähnlich ausgebaut und ist trotzdem ein komplett anderer Wein. Und da merkt man einfach, okay, Boden und Ausbauart sind es nicht so unbedingt, das ist wirklich die Rebsorte, die da den großen Unterschied bringt. Ja, Boden auch. Also, ja klar, aber ich meine, also, die beiden Böden sind jetzt auf diesem, am gleichen... Ja, aber wenn wir jetzt einen Spätburgunder, also Spätburgunder mit Spätburgunder vergleichen und probieren Spätburgunder Ortswein, der auf Lehm-Löss gewachsen ist, ein Spätburgunder von Kalk, schmeckt ja schon ganz anders. Ja, da ist ein ganz großer Unterschied, aber ich meine jetzt zwischen diesem Frühburgunder, exakt diesen und exakt diesem Spätburgunder, diesen wir gleich probieren werden, da sind jetzt nicht die großen Unterschiede vorneweg gewesen, kommen dann eher hinten nach sozusagen. Ja, über die Rebsorte. Ja, über die Rebsorte, im Glas. Weil wurde ja auch gleich ausgebaut, deswegen über die Rebsorte. Das meine ich genau damit. Genau, und ja, jetzt so vor Weihnachten... Was trinkst du da immer? Ist natürlich so ein Rotwein was ganz Feines, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt trinkt man ja mal ganz gern so einen Glühwein. Und das ist ja echt ein bisschen schade. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr noch gar keinen Glühwein getrunken, obwohl ich ja eigentlich immer gern früh damit anfange, wenn es so ein bisschen dunkler, ein bisschen kälter wird. Hast du schon mal einen getrunken dieses Jahr? Ich habe dieses Jahr leider auch noch keinen getrunken. Das ist ja eigentlich so ein Ding, was jeder gern mal trinkt, würde ich sagen. Also ich kenne jetzt niemanden, der nicht gerne Glühwein trinkt. Und es ist ja echt ein bisschen schade, dass wir das dieses Jahr gar nicht so machen können. Aber man kann das Weihnachtsmarkt-Feeling auch einfach ganz leicht nach Hause holen. Man kann ja auch einfach selbst mal so einen Glühwein machen. Und das ganz einfach und einfach noch besser als auf dem Weihnachtsmarkt. Und okay, ich würde jetzt sagen, der Frühburgunder oder auch der Spätburgunder sind jetzt nicht die optimalen Weine oder die Grundweine für so einen Glühwein. Nee, die sind da ein bisschen zu schade für eigentlich. Ist erstens zu schade für... Aber ich glaube, das würde auch nicht passen, weil wir haben in beiden Weinen so ein bisschen eine Holznote drin. Ja. Und wenn das warm wird, wird es oft ein bisschen sehr breit, ein bisschen zu intensiv. Das sind nicht so die optimalen Weine dafür. Man braucht für so einen Glühwein eher so einen leichteren, fruchtigeren Grundwein. Mhm. Auch gern vielleicht einmal ein bisschen mit mehr Restsüße, halbtrockenen zum Beispiel, weil doch Glühwein, jeder weiß es, es ist einfach ein bisschen süßer als so ein Rotwein, der jetzt wirklich, also... Der Rotwein hat jetzt 0,1 Gramm Restsüße, also ist wirklich komplett trocken. Da ist kein Gramm oder 1 Gramm oder 100 Gramm, 200 Gramm Zucker mit drin. Das ist wirklich ganz, ganz wenig. Mhm. Und ja, beim Glühwein passt es einfach nicht so gut. Nee, ja. Aber wir können euch gerne da ein ganz einfaches Rezept geben, um bei euch zu Hause den Glühwein zu machen. Also man braucht Orangen, Muskat, Zimt, Gewürznelken, Lorbeerblätter passen auch mega gut. Mhm. Was passt noch? Ein bisschen Zucker brauchen wir meistens auch noch. Kardamom ist auch immer sehr schön. Dann zum Beispiel einfach ein Spätburgunder mild von uns oder auch ein Dornfelder halbtrocken. Das sind auch wirklich Weine mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Die passen richtig gut in den Glühwein rein. Und schon hat man optimal zu Hause mit seiner Familie oder auch einem weiteren Hausstand
ein kleines, schönes Weihnachtsfest, einen kleinen, schönen Weihnachtsmarkt. Kann man ein bisschen schön weihnachtlich dekorieren und schon kann man sich das Weihnachtsmarkt-Feeling nach Hause holen. Und ich verspreche euch wirklich eins, der Glühwein, wenn ihr den selbst macht, mit guten Wein oder auch von uns den Wein, wo die Franzi jetzt vorgeschlagen hat, der wird besser schmecken, wie das, was ihr auf dem Weihnachtsmarkt bekommt. Ja, und ihr habt meistens auch kleiner Fun Fact. Ihr habt auch keinen Kopfweh am nächsten Tag. Das also, auch. Das ist wirklich, also ihr könnt ohne Probleme zwei Flaschen trinken, kein Kopfweh danach. Warum wird einem bei Rotwein schneller angenehm warm? Also, hast du dafür eine Erklärung? Also mir wird auch angenehm... Frage wiederholen. Entschuldigung. Also die Frage war gerade... Warum wird einem beim Rotwein so schön angenehm warm oder schneller auch angenehm warm? Habe ich gesagt, mir wird auch angenehm warm. Aber es liegt einfach am Rotwein selbst. Also wir trinken einen Tick wärmer. Er hat doch meistens ein bisschen mehr Alkohol. Ja, der hat jetzt hier 13 Volumenprozent, also ist ein halbes. Ja, halbes mehr. Also bei den Weißweinen haben wir jetzt über 12 oder 12,5 geredet. Hier reden wir über 13, aber das ist einfach so der Rotwein, das Feeling. So. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was im Körper passiert, aber das ist so ganz genau normal. Aber ich finde, es ein schönes, angenehmes Warmwerden. Das ist so, als würde eine jemanden umarmen. Von innen. Von innen. Deswegen trinkt man oft ja auch Rotwein jetzt in dieser kälteren Jahreszeit. Ja. Ich meine, im Sommer ist es wirklich nicht so typisch, dass so viel Rotwein getrunken wird. Das wird natürlich deutlich vor Weihnachten oder auch im Januar mehr. Aber das wenn's ist auch kalt draußen wenn's wird, kalt draußen wird, ja. Ist es einfach angenehmer, so einen Rotwein zu trinken, als so einen ganz frischen, spritzigen Weißwein oft. Ja. Und dann ist man selbst vor dem Kamin, wenn man nicht einen Kamin hat. So kann man es auch sehen. Wird der Früh- oder Spätburgunder teils unentrappt? Unentrappt. Und falls ja, zu welchem Verhältnis? Die Frage war jetzt, wird der Früh- oder auch der Spätburgunder teils unentrappt vergoren und wenn ja, zu welchem Verhältnis? Wir haben jetzt in dem Jahrgang, den wir jetzt probieren, haben wir nichts unentrappt vergoren, wobei das natürlich eine sehr stilistische Variante ist. Also ich könnte mir schon, oder beziehungsweise... Man probiert ja immer sehr viel und dann wird auch mal probiert, eine unentrappte Traube mitzuvergären, weil es einfach stilistisch halt nochmal wieder eine Vielfalt gibt. Es gibt einen anderen Stil. Also wenn wir irgendwann in ein paar Jahren, 2020, trinken werden, wird auf jeden Fall was Unentrapptes drin sein. Ich denke, Stand jetzt macht sich das auch ganz gut, aber es geht halt immer um Vielfalt irgendwo und man versucht immer mehr Vielfalt reinzuholen, dass die Weine auch in sich selbst komplexer werden und einfach noch mehr Schichten aufbauen, weil es sind ja auch ganz andere Aromastoffe, die man damit reinbekommt. Und da kann man halt sehr schön mit spielen, man darf es zwar nicht übertreiben, aber als Variante sehr cool. Noch eine Frage, muss der Wein dekandiert werden? Die nächste Frage ist jetzt, ob der Wein dekandiert werden muss. Kann man auf jeden Fall, tut dem nicht verkehrt, muss man aber jetzt auch nicht. Also wir haben es jetzt einfach schon früh geöffnet, wir haben den Wein jetzt schon eine halbe Stunde vor der Probe geöffnet und man merkt schon, er hat Duft bekommen auf jeden Fall. Also wir hatten auch ganz am Anfang kurz probiert, da war das halt alles noch ein bisschen verschlossener, noch ein bisschen jünger und wenn es halt jetzt ein bisschen Luft bekommt, dann tut es dem Wein einfach sehr, sehr gut auch. Ja. Und aber das muss man auch selbst ein bisschen entscheiden, also meine persönliche Empfehlung ist da immer, einfach einen Schluck in den Dekanter hauen und dann einfach mal probieren, wie es sich entwickelt. Und man kann die auch halb-halb machen. Also man ist ja nie verpflichtet, die ganze Flasche direkt in den Dekanter zu hauen. Ja. Macht einfach die halbe Flasche, probiert es einmal so, dann wisst ihr, was besser ist und dann die zweite Flasche, dann läuft es. Was ist dieses Entrappt? Man muss sich vorstellen, erstmal grundsätzlich. Achso, die Frage wiederholen. Achso, ja. Die Frage war, was bedeutet eigentlich entrappt? Man muss sich vorstellen, man hat die Traube, da ist ein grünes Stielgerüst drin, wo die einzelnen Beeren einfach dranhängen, wo alles zusammenhält. Kennt ja wahrscheinlich auch jeder, wenn er durch die Weinberge läuft oder auch im Supermarkt die Trauben kauft, die hängen ja immer im Stielgerüst. Genau. Die pflückt man immer ab sozusagen. Genau.
Und die werden letztendlich, also entrappt bedeutet, dieses Stielgerüst ist weg und man hat nur die einzelnen Bärchen. Und nicht entrappt bedeutet, das Stielgerüst ist noch dran. Und es wird zusammen vergoren. Genau, und die Stiele vergären mit. Und da kann man halt sehr verschiedene Einflüsse bekommen. Also dieses grüne Stielgerüst, wo einfach mit vergärst, hat natürlich auch einen Geschmack. Ja, es hat viel auch Tannine, die es mitbringt, genau. Beim Rotwein jetzt. Ja, viel Tannin, natürlich auch eine sehr grüne Note. Deswegen sage ich immer, man darf es nicht übertreiben. Mhm. Weil auf der einen Seite kann es eine Frische geben, es kann Struktur geben, es kann Tannin geben. Aber wenn man es halt übertreibt, dann wird der Wein irgendwann, auch wenn das Traubenmaterial voll reif war, kann es trotzdem einen grünen Touch bekommen. Irgendwie noch nicht ganz reif, ein bisschen, ja, nicht fertig wirken. Genau, und das ist halt dann halt das, was man halt nicht haben will. Ja, genau. Sehr interessante Frage. Werden die Weine bei einem Cuvée vor oder nach der Gärung gemischt? So, die nächste Frage ist, ob die Weine für ein Cuvée vor oder nach der Gärung gemischt werden, also cuvettiert werden. Bei uns im Weingut werden die Cuvées immer nach der Gärung gemacht, weil wir versuchen, sehr viele kleine Parzellen oder einzelne Parzellen separat auszubauen. Und dann haben wir erstmal jede einzelne Parzelle für sich selbst und steht auch jede einzelne Parzelle für sich selbst. Und jede Parzelle schmeckt eigentlich unterschiedlich. Auch wenn wir jetzt am Ende den Dahlheimer Frühburgunder trinken, schmeckt jede Parzelle unterschiedlich, weil wir anderes Klonmaterial haben, wir haben andere, nochmal kleiner, in kleineren Maß unterschiedliche Böden. Und das gibt natürlich auch einen anderen Wein dann wieder. Und dann kann man halt am Ende entscheiden, okay, ich will das, ich will das und ich will das. Und der Rest brauchen wir nicht. Das ist halt, also brauchen wir dann auch. Aber es soll ja immer wertig sein. Wir versuchen immer den bestmöglichsten Wein rauszuholen, der wo möglich ist. Und das kann man, oder wir sind halt einfach in dem Luxus, beziehungsweise wir wollen das auch so, dass wir halt immer nur das Beste vom Besten nehmen und auch wirklich in den Wein reinkommt. Ja. Ich würde sagen, wir holen den nächsten Rotwein, den letzten Rotwein, den Spätburgunder. Ja. Und, ja, genau. Sehr gerne. Fragen Sie jetzt vielleicht kurz, bis jeder den neuen Wein hat, den Spätburgunder Alte Reben. Du bist ja eigentlich letztes Jahr zur rheinhessischen Weinkönigin gewählt worden. Und man hat da jetzt sowas gehört, wie ist es jetzt mit Corona? Du machst jetzt sogar weiter, ist es so? Oder ja, genau. Also letztes Jahr wurde ich ja zum Amt der rheinhessischen Weinprinzessin gewählt. Und das geht ja normalerweise immer nur ein Jahr lang, also von September bis nächstes Jahr September. Aber in diesem Jahr ist nicht allzu viel passiert, also am Anfang schon, aber dann kam natürlich Corona und auch diese Veranstaltungen wurden dann alle abgesagt. Und dann hat Rheinhessenwein entschlossen, okay, es ist schwer, zum einen eine Neuwahl durchzuführen, weil das doch wirklich immer eine sehr große Veranstaltung ist mit sehr vielen Zuschauern und es wird sehr viel gejubelt und gefeiert einfach, was natürlich zur aktuellen Zeit nicht so möglich ist und hat uns dann gefragt, ob wir gerne noch ein zweites Jahr das Amt ausüben möchten und wir waren doch alle sehr begeistert davon, weil wir natürlich auch diese Zeit für uns mitnehmen möchten und das ja auch eine sehr spannende Zeit für uns ist und demnach wurde jetzt im September die Amtszeit verlängert. Das war dann sozusagen eine Online-Zeremonie sozusagen, also eine Online-Weinprobe auch, die wir dann durchgeführt haben und dadurch die Amtszeit verlängert worden ist. Und jetzt bin ich noch bis nächstes Jahr im September dann im Amt der rheinhessischen Weinprinzessin und mal sehen, welche Termine jetzt noch auf mich zukommen werden und wie das jetzt alles so weitergeht. Das muss man natürlich dann schauen. Aber schön, schön. Da ist eine Frage. Wie lange ist der Frühburgunder geöffnet, wenn trinkbar, genießbar? Okay, die Frage erst wiederholen. Wie lange ist der Frühburgunder genießbar? Also wie viele Tage kann man ihn jetzt sehr gut trinken? Und ich würde schon so
4 Tage kann man den gut. Ja, bis zu einer Woche. Bis zu einer Woche. Beim Rotwein meistens echt noch ein bisschen länger als beim Weißwein, weil er einfach noch ein bisschen schöner sich öffnet, noch ein bisschen schöner und mehr Luft bekommt. Hm. Also bis zu einer Woche. Nächste Woche solltet ihr ihn leer haben um diese Zeit. Ja, aber es ist wirklich, also man muss da mit weniger Angst dran gehen. Mhm. Wein wird absolut nicht schlecht. Wein wird zwar nicht immer besser, aber also wir sprechen hier über sehr hohe Qualitäten. Und dann, wenn ihr einen Wein 2, 3, 4, 5 bis zu einer Woche aufhabt, kann der Wein sich wirklich positiv entwickeln. Ja? Mhm. Irgendwann sollte man schon gucken, dass er alt wird, aber man muss von der Angst weggehen, okay, ich habe heute eine Flasche Wein aufgemacht, ich muss die alt machen. Ist zwar schön, weil dann kann man morgen eine neue aufmachen, aber man muss, auch wenn man jetzt mal alleine ist oder sowas, ja, man ist nicht immer in Gesellschaft, kann man eine Flasche Wein aufmachen und kann die über 3, 4 Tage leer trinken. Ja, und wenn ich den Wein jetzt immer noch... Aber was man dazu sagen soll, man soll es in den Kühlschrank stellen. Ja, ja, stimmt. Und dann sogar auch vielleicht einen Rotwein lieber in den Kühlschrank gestellt, lieber eine halbe Stunde vorher rausgeholt oder einen Schluck eingeschenkt und dann getrunken. Aber im Kühlschrank ist halt einfach Temperaturenkühler, ist alles einfach ein bisschen langsamer, deswegen immer im Kühlschrank aufbewahren. Wenn ich ihn jetzt am 10. Tag immer noch nicht getrunken habe, kann ich immer noch wunderbar den Wein zum Kochen verwenden. Also man sagt immer, man soll sich ein Glas einstecken und ein Glas selbst trinken. Also eins selbst trinken, eins zum Kochen benutzen. Aber wenn man den wirklich jetzt aus Versehen 14 Tage ausgehend offen hatte, weil man ganz vergessen hatte, ist er immer noch nicht schlecht. Man kann immer noch wunderbar auch zum Selbsttrinken auch benutzen, testen. Man muss halt mal probieren. Genau, also man muss vielleicht hat er sich gehalten. Weiß man nicht. Und wenn nicht, braucht man trotzdem nicht wegzuschütten, das meine ich damit. Das ist und ihr wisst gar nicht, wie gut Essen schmecken kann, wenn da Wein drin ist. Ja, das ist auf jeden Fall und so. Und guter Wein drin ist. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, wo man einfach sein Essen auch nochmal aufwerten kann. Ja, genau. Wir kommen jetzt mal zum Spätburgunder. Den haben wir schon im Glas. Ist auch schon ein bisschen länger hier bei uns offen, damit er ein bisschen Luft bekommt. Wir haben ja schon gesagt, dass er die gleichen Voraussetzungen hatte vom Boden her wie der Frühburgunder. Auch Lehmböden mit Lösanteil. Auch vom Ausbau die gleichen Voraussetzungen wie der Frühburgunder. Also 24 Monate im großen Holzfass. Aber wenn wir es probieren, ein komplett anderer Wein, würde ich sagen. Also vom Geruch komplett verschieden. Von der Farbe hat er wirklich eine typische Spätburgunderfarbe. Wenn man dran riecht, hat er schöne dunkle Beerenaromen, also ein bisschen Kirsche, ein bisschen Brombeere. Aber wesentlich fruchtiger eigentlich wie der Frühburgunder. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ist schön samtig und weich im Geschmack. Hat so ein bisschen auch Schokoladenaromen mit drin, also finde ich jetzt. Mhm. Und wirklich ein ganz harmonischer Wein, hat schön auch so einen langen Zug mit drin, auch wenn man einen Schluck trinkt und dann ein bisschen wartet. Man hat den Geschmack immer noch vollkommen auf dem Mund, im Mund. Und also wirklich ein richtig toller Wein auf jeden Fall. Das macht Spaß. Das macht wirklich richtig Spaß. Und dann ist einfach immer so ein bisschen Geschmackssache. Mag man Frühburgunder lieber, mag man Spätburgunder lieber oder beides. Ist auch okay. Jetzt auch, also ich trinke jetzt auch wie beides gleich gern. Ja, ja. Also ich kann das verstehen mit der würzigen Note. Ja. Und ich kann das sehr verstehen, was ein Tick fruchtiger ist, diese reife Frucht, wo du gesagt hattest. Macht halt auch trotzdem Spaß. Und das auch mal an einem Abend so gegeneinander zu probieren. Ich würde jetzt für mich persönlich sind beide auf einer Ebene. Ja. Ich würde keinen als besser oder schlechter empfinden. Ich finde es generell eine mega spannende Probe heute Abend, weil wir einfach so viele verschiedene Weine probiert haben, die trotzdem von einer Familie her stammen und trotzdem so verschieden sind. Also wirklich. Und am Anfang war alles mal das Gleiche. Also ja genau, Burgunder ist einfach wirklich ein richtig spannendes Thema. Und da kommt schon eine Frage. Wann wird der 17er alte Reben gefüllt und wie ist es zu erwarten im Vergleich zum 16er? Die Frage kurz wiederholt, wann wird der 17er Spätburgunder alte Reben gefüllt? Und wie ist es im Vergleich zum 16er, den wir jetzt gerade probieren? Den 17er Spätburgunder wird es nicht geben. Wir werden direkt in 18 reinspringen. Und da muss man sagen, der 18er ist auch jetzt schon gefüllt. Wir haben den jetzt vor einer Woche gefüllt. Der 16er ist jetzt so ein bisschen an der Grenze. Also ist am jetzt Ausverkauf einfach. Genau, also das wird nicht jetzt mehr noch, ganz so viel da. Genau, ist nicht mehr ganz so viel da. Also wenn jetzt jemand noch unbedingt eine Flasche haben will, weil er sagt, ja, das ist super,
Dann sollte er sich wirklich beeilen, weil es wird nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr bis zu Weihnachten ja, lang. Muss man gucken, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es nicht mehr lang. Und dann werden wir direkt mit 18 weitermachen. Und der Unterschied, wurde ja noch gefragt. Ja, also wir werden auch erstmal den 16er jetzt verkaufen, weil genau. Wir einfach auch wollen, dass der nächste Jahrgang auch ein bisschen hier noch ein bisschen Reife, bekommt. Ein bisschen Zeit bekommt ja. Und ein bisschen reifen kann. Und ja, der Unterschied, gerne noch. Und der Unterschied ist, 18 ist ein Tick wärmer. Wir haben eine sehr, sehr starke, elegante Frucht in dem Wein. Trotzdem ist halt von den Tanninen her noch sehr, sehr jung. Also das ist halt jetzt so wirklich, also der Spätburgunder 16 alte Reben ist wirklich so auf seinem Peak. Und der 18er ist halt von den Tanninen noch ein bisschen härter, aber ich meine, der braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit. Klar, ja. Und der braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, aber es ist ein sehr, sehr schöner Wein, wo, denke ich, auf jeden Fall, also alle, die jetzt den 16er sehr schön finden, werden auch mit dem 18er zufrieden sein und werden ihn lieben. Wie alt sind die Reben? Die Reben sind alte Reben, also erstmal dazu. Ich wiederhole also jetzt mal. Wie alt sind die Reben von dem Spätburgunder alte Reben 2016? Also die Reben sind, wenn ich mich ganz täusche, 38 Jahre alt. Das sind wirklich schon alte Reben, denn ab 25 Jahren spricht man von alten Reben. Ab 20 Jahren hört so ein Rebstock auf. Der Ertrag lässt immer weiter nach und das Wurzelsystem ist einfach schon sehr tief. Die Sonneneinstrahlung ist ein bisschen höher, weil der Ertrag und die Blätter ein bisschen weniger sind. Und dann ab 25 Jahren darf man das so benennen. Und 38 Jahre ist natürlich dann doch mal deutlich ein bisschen länger. Ja. Ein bisschen älter. Sehr schön. Genau. Da kommt auch die nächste Frage. Warum gibt es keinen 2017er? Wir fanden, in 2017 war in Rheinhessen sehr schwer. Und man muss sehen, für Spätburgunder oder Rotwein allgemein braucht man vollreife Trauben. Und es war in 2017 einfach nicht so gegeben, dass wir gesagt haben, okay, das wird ein super Spätburgunder. Weil bei uns, wir hatten eigentlich ein relativ, also kein kühles Jahr, aber es war doch relativ kühl. Und wir haben uns einfach so kurz vorm Herbst haben wir gesagt, so, oh, wir hatten jetzt das Gefühl, das wird noch wirklich was. Und da haben wir uns dafür entschieden, das Ganze als Rosé auszubauen und nicht als Spätburgunder. Leider, aber man will ja was produzieren, was wirklich gut ist. Top, und was wirklich was top 100% ist, Qualität erbringt. Und wir haben einfach vor dem Herbst schon gesagt, wir wissen nicht, ob es so ist. Und haben das Ganze gesagt, schade, aber machen wir mit 2018 weiter. Genau. Wir sind jetzt wieder bei einer Stunde Ende. Also entweder startet nochmal neu oder ihr versucht in drei Bögen. Startet gerade nochmal neu. Wir kommen jetzt bald zum Ende, aber für die, die nochmal die letzten... Also Instagram nochmal neu starten. Ja, oder... Gibt es noch Fragen? Startet gerade nochmal neu. Ich starte nochmal. Es geht ja ganz schnell, das Neustarten ist ja kein Problem. Wir kommen wahrscheinlich bald zum Ende, weil wir gerade den letzten Wein im Glas haben, aber nicht, dass sich jetzt jemand hier rausgeschlossen fühlt. Ja. Das wollen wir natürlich auch nicht. Nee. Genau, und... Die Instagramer, die will ich aber nicht mehr haben. das wollen wir heute auch nicht, genau. Ja genau, wir haben ja jetzt wirklich den letzten Wein im Glas und es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viel zu sagen. Aber es gibt noch viele Fragen. Was ich auf jeden Fall noch mitteilen möchte, ist, dass wir jetzt heute unsere Online-Weinprobe Nummer 7 hatten und ich hoffe, es hat euch bisher allen super gut gefallen und ihr habt richtig Bock auf die nächste Online-Weinprobe. Da diese Online-Weinprobe auch schon geplant ist, die Online-Weinprobe Nummer 8 ist unter dem Motto Christmas Wine Time geplant. Also das hört sich aber interessant an. Ja, es gibt ein kleines Weihnachtsspecial diesmal. Wir hatten ja jetzt schon wirklich ganz verschiedene Themen von Riesling, von Burgunder, von trockenem bis süßen Wein, Sekte gab es auch schon. Und diesmal haben wir gedacht, okay, wir wollen euch jetzt nicht die Arbeit machen, wie bei der kulinarischen Probe, dass ihr selbst kochen müsst. Wir liefern euch einfach die Feinkostprodukte mit nach Hause. Also es wird am, ich weiß gerade gar nicht genau das Datum, 11.12. kann das sein? Ja, am 11.12., ich bin fast sicher, wird es die nächste Weinprobe geben. Schaut nochmal auf unserer Homepage nach.
Es gibt wirklich richtig schöne Feinkostprodukte mit dazu. Ich will ja schon mal so ein bisschen die Nase lang machen. Es gibt zum Beispiel einen Trüffelkäse, der ist richtig lecker. Ein Pilzbruschetta ist mit dabei, ein Feigenbrot mit Mandeln, so eine Salsa-Soße und noch eine Rindswurst mit Pfeffer vom Jäger. Und das alles schon aufgemacht mit einem frischen Baguette dazu ist wirklich ein Highlight. Man hat den perfekten Gourmetabend zu Hause. Natürlich gibt es auch Wein von uns dazu, das darf nicht vergessen werden. Es gibt nicht nur diese kleinen Leckereien. Also wer da Lust hat mitzumachen, wem heute gut gefallen hat, der soll einfach mal schauen bei www.weingut-kröhl.de. Da gibt es einen Reiter, der heißt Online-Weinproben. Da gibt es nochmal alle Infos. Und genau. Sonst auch auf Instagram und Facebook. Und apropos Instagram und Facebook, vergesst auch nicht natürlich, euer Bild zu schießen. Das Gewinnspiel nicht vergessen. Ja, hier. Wie ihr zusammensitzt und die Online-Weinprobe mitverfolgt oder was ihr esst oder was ihr trinkt, mit wem ihr da seid. Und postet es einfach auf Instagram oder Facebook, verlinkt uns und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Und was gibt es nochmal zu gewinnen eigentlich? Ja, es gibt einen richtig coolen Gewinn. Ihr dürft euch nämlich die 3 Lieblingsweine aus dieser Probe aussuchen. Also wirklich individuell entscheidbar. Genau, ihr müsst einfach nur mitmachen und danach dürft ihr euch aussuchen, was ihr möchtet, wenn ihr gewinnt. Genau. Und morgen wird der Teilnehmer auch schon ausgelost. Also bis morgen um 12 Uhr bitte die Bilder an uns schicken oder uns verlinken, damit wir das auch sehen. Das ist so ein bisschen die Sache, wenn ihr einen Privataccount habt, ist es nicht immer so einfach. Also bitte versuchen, dass wir es auch wirklich mitbekommen. Wir wollen euch nämlich alle wirklich im Gewinnspiel berücksichtigen. Und ja, jetzt kann man noch einen kleinen Appell rauswerfen in die Welt. Und geht zu euren Gastronomen. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt, aber unterstützt die Jungs und Mädels, weil die haben es momentan echt nicht einfach. Wenn die einen Abholservice anbieten, geht hin, holt euch ein Menü, macht euch mal einen schönen Abend, genießt den Abend vielleicht, auch nicht selbst zu kochen zu müssen. Und habt ihr eine schöne Flasche Wein von uns. Ja, weil man muss halt auch drüber nachdenken, wenn es die halt nicht mehr geben sollte, wollen wir trotzdem im halben Jahr wieder essen gehen. Und da müssen wir die halt jetzt unterstützen, auch wenn das natürlich nicht dieses Feeling ist, essen zu gehen, aber trotzdem brauchen die unsere Unterstützung. Und es ist immer lecker für einen selbst. Ja. Also lecker auch, ja. Es hat nicht nur Nachteile. Ja. So, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, war es auch schon, auch wenn jetzt Instagram nur noch 5 Minuten dabei war. Genau, dann hoffen wir euch bald wiederzusehen, entweder in der Live-Weinprobe Nummer 8 oder auch hier bei uns vor Ort. Hoffentlich ab Dezember wieder. Ab Dezember wieder, auch jetzt schon wieder gerne zum individuellen Weinberatungsgespräch. Seid ihr gerne herzlich willkommen. Wein kann man gerne jederzeit abholen. Einfach vielleicht kurz vorher durchrufen. Aber man kann auch einfach, wenn man hier gerade vorbeifährt, einfach spontan reinkommen. Gar kein Problem. Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Genießt die Weine noch. Genießt den Abend an sich und das Wochenende. Trinkt die Weine noch, soweit ihr wollt. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Jo. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.